So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Digital Society. Die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit dem Thema der Digitalisierung beschäftigt. Und wir finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen und versuchen erstens über Themen in der Digitalisierung zu informieren und zweitens bestimmte Dinge und Entwicklungen zu verändern und auf bestimmte Dinge, wo wir glauben, dass das nicht ganz die richtigen Entwicklungen sind, Einfluss zu nehmen. Und wir haben heute uns ein spannendes Thema vorgenommen und als wir das Datum dieses Termins fixiert haben, wussten wir noch nicht, dass es heute brandaktuell ist. Für diejenigen, die die Presse verfolgt haben, heute ist im Ministerrat beschlossen worden, dass die digitale Hausdurchsuchung, Klammer, als auch bekannt unter Bundestrojaner, mal ins Parlament geht und wir vermuten einmal, dass im Parlament das Gesetz beschlossen wird, weil ja die Regierungsparteien im Parlament die Mehrheit haben. Also es ist zu erwarten, dass das, was wir heute diskutieren, relativ bald sozusagen Tatsache wird und im Gesetz umgesetzt wird. Auch spannend ist dabei, dass ja das Gesetz grundsätzlich in vielen Bereichen schon von der alten Regierung so diskutiert wurde, vor allem dieser Aspekt, den wir heute diskutieren. Und der Ministerratsbeschluss aller Voraussicht nach ohne weitere Begutachtung sozusagen umgesetzt wird. Was man dazu sagen muss, ist, dass es zu dem Thema auch relativ viel Kritik und Feedback gab. Und wir werden versuchen, heute ein bisschen was von diesem Feedback hier aufzuarbeiten. Ganze kurze Vorstellungsrunde. Fangen wir bei der Dame an, die Frau Magister Pavanova. Ist Juristin, bei der ISPA beschäftigt, das ist der Verein der Internet Service Provider in Österreich, vertritt also die Telekom-Industrie. Der Heinz-Christian Wiesener, der lange Zeit bei einem Kollege von mir in der Microsoft war, für diejenigen, die es nicht wissen, ich war früher in der Microsoft beschäftigt, war dort Security Officer in der Microsoft und ist jetzt bei der AUREP. Das ist ein Unternehmen der österreichischen Banken, die sich mit dem Thema Reporting Richtung Nationalbanken und Europäische Zentralbank beschäftigt. Der Harald Leitenmüller, auch ein ehemaliger Kollege von mir, jetzt noch immer bei Microsoft und ist dort der Chief Technology Officer. Und ich muss entschuldigen, den Uda Urbancic, der von der Red Hat heute dabei hätte sein sollen, der hat mich am Nachmittag informiert, dass ihn ein Virus erwischt hat und er liegt leider im Bett. Aber ich glaube, dass in dem Fall die Microsoft und die Red Hat einmal einer Meinung sind. Das heißt, ich glaube, dass wir große Teile von dem, was der Udo beigetragen hätte, vielleicht auch von den Argumenten, auch vom Harald. Wir unterscheiden zwischen Virus und Trojaner. Genau, ganz klar. Ja, mein Name ist Werner Ilsinger, ich bin Präsident der Digital Society und damit ich mir sozusagen die Butter aufs Brot leisten kann, gleichzeitig auch Geschäftsführer der Raiffeisen Informatik Consulting in meinem Hauptberuf. Also wie gesagt, das ist Hobby und nebenbei Beschäftigung. Gut, dann würde ich gerne den Christian Wiesemeyer bitten, uns ein bisschen was dazu zu erzählen, worum es heute eigentlich geht und so ein bisschen Setting the Stage machen, worüber sprechen wir denn eigentlich heute? Ja, also ich möchte mal ein einheitliches Bild erzeugen, also Bundestrojaner, was kann das sein, was ist dahinter, was ist die Idee, so wie das heute veröffentlicht worden ist, was ich halt immer wieder gehört habe, ist es, dass man sich anscheinend auf die Kommunikation hauptsächlich konzentriert, und zwar die Kommunikation, die verschlüsselt ist. WhatsApp, Skype wurde angesprochen, interessanterweise Telegram oder andere Dienste wurden nicht erwähnt. Wobei ich jetzt, wenn man das technisch betrachtet, hier auch keine großartigen Unterschiede sehe. Das Ganze, also ist für den Bundestrojaner gibt es noch eher einen Begriff in Law Enforcement, dieser Tactical Intrusion. Das heißt, ich mache das anlassbezogen, dass es geht nicht in die breite Masse, wie wir auch heute gehört haben. Heute ist gesprochen worden, dass es für Strafrahmen ab 10 Jahre zum Beispiel geplant ist, erst diese Software einzusetzen. Ja,
Was macht die Software? Das ist eigentlich ein Legalisieren, was früher eigentlich schon in der Telekommunikation möglich war, nämlich, dass ich Gespräche abhorchen kann zwischen zwei Teilnehmern. Das ging dann auf einmal nicht mehr, weil auf einmal die Kommunikation end-to-end verschlüsselt war. Das heißt, ich konnte nicht mehr mithorchen, was die beiden Teilnehmer gesprochen haben. Es gab keine Möglichkeit. Zumindest, es gab vielleicht schon Möglichkeit, aber aufs hochtechnisch, nicht rechtlich abgedeckt, eher für Geheimdienste wahrscheinlich interessant, ja? Nicht für polizeiliche oder Strafverfolgungsbehörden. So, mit heute ist es also zumindest offiziell, dass die Strafverfolgungsbehörden jetzt auch einsetzen können, eine Technologie, um diese Kommunikation end-to-end eben abzuhören. So, wie kommt denn jetzt aber eigentlich so ein Bundestrojaner auf das jeweilige Endgerät? Das ist jetzt die große Frage. Wie gehe ich denn hier vor? Jetzt gibt es also eine Möglichkeit. Ich habe Zugriff irgendwie auf das Gerät, wo ich diese Software aufspielen möchte. Muss man in die Wohnung eindringen, denjenigen ablenken, irgendwie halt schauen, dass ich auf dieses Gerät zugreifen kann, wenn es nicht passwortgeschützt ist oder sonst irgendwie verschlüsselt ist, damit ich darauf zugreifen kann. So, was haben wir dann noch für Varianten? Ich habe die Variante, dass ich hier so mit, und das wird wahrscheinlich die Variante auch sein, die hauptsächlich eingesetzt wird, über Social Engineering. Das heißt, ich schicke ein spezialisiertes E-Mail oder irgendeine Applikation, die er ausführt, die er glaubt, damit es was Sicheres ist, das, was er braucht, was auch immer, damit er das auf seinem Computer oder auf diesem Endgerät eben ausführt. Was gibt es denn noch für Varianten? Damit ich zum Beispiel die ISPs ja, mit ins Boot hole, da gibt es eigene Hardware, gehe ich vor Ort, haue das rein, bei den ISPs, ja, die können sich dazwischen hängen mit dieser Hardware und können also dann die Verschlüsselung knacken, können sich so reinhängen. Dazu müssten wir jetzt die ISPs bringen. Oder aber auch, damit man zum Beispiel die Softwarehersteller dazu bittet, damit sie Schnittstellen oder Backdoors eben einbauen in ihre Software. Ja, so schaut es mehr oder weniger aus. Das ist die Stage, die ich jetzt setzen möchte für diese Diskussion. Und damit übergebe ich mal wieder an dich. Dankeschön. Ja, fallen mir jetzt ein paar Fragen dazu ein. Ich weiß nicht, wer die beantworten möchte, aber ich werfe es mal in die Runde. Warum brauchen die Strafverfolgungsbehörden eigentlich diese Technologie, beziehungsweise warum wünscht man sich die denn? Vielleicht ganz kurz angesprochen, wir hätten gerne auch jemanden von den Strafverfolgungsbehörden hier gehabt, was leichter gewesen wäre, die zu fragen. Wir haben auch Rückmeldung bekommen, das Bundesamt für Verfassungsbekämpfung und Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, habe ich mich besprochen, hat uns weiterverwiesen ans Bundeskriminalamt. Und im Bundeskriminalamt hat man sich entschuldigt, dass man nicht kommen kann, weil man wisse noch nicht so genau, was die Pläne sozusagen der Chef sind. Die sind seit heute bekannt, also vielleicht hätte man heute noch mal nachfragen sollen. Die haben sich dann entschuldigen lassen, habe ich sehr nett gefunden, dass sie sich zumindest gerührt haben. Aber es war uns von vornherein klar, dass es nicht ganz einfach wird, jemanden dort herzubekommen. Das heißt, wir versuchen jetzt einmal diese Seite zu interpretieren und ein bisschen herauszuarbeiten, warum wir glauben, dass das gebraucht wird. Ich weiß nicht, wer würde gerne. Also ich starte mal, also natürlich kann ich mir sehr vorstellen, es ist vollkommen legitim, unter Anführungszeichen aus der Sicht des Gesetzeshüters, ich möchte einfach wissen, wenn kriminelle Organisationen Informationen austauschen, über was die reden, damit ich agieren kann, dass ich handeln kann, dass ich sogar Beweismittel finde. Also das ist sicherlich einer der Gründe. Ja. Natürlich auch Terrorgefahr ist natürlich auch mehr oder weniger einer der, sag ich mal, Gründe, warum man sowas brauchen kann. Es gibt sicherlich viele andere, die auch also noch dazufallen in der Strafverfolgung hauptsächlich, wo ich das einsetzen kann. Und ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, man darf das nicht verwechseln jetzt mit Dingen, die Geheimdienste einsetzen, ja, sondern da geht es wirklich rein für Strafverfolgungsbehörde, weil Geheimdienste agieren meistens in einer Grauzone, in legalen Grauzone, beziehungsweise überhaupt in rechtlich nicht abgesicherten Bereich. Was mir jetzt auch dazu einfällt, ist, du hast gesprochen über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich glaube, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in vielen der Kommunikationsprogramme quasi State of the Art war. Harald, fällt dir noch ein, wie es dazu gekommen ist, dass sich das verbreitet hat eigentlich bei solchen Kommunikationsmitteln? Also kann man
Sie war auf der Uni, damals noch Elektrotechnik studiert hat, die DSM bekommen. Das war mir auch ganz stolz, dass da die Kanäle gemischt werden und dass die Übertragungskanäle sicherer sind. Also das war immer selbstverständlich. Was für mich aber der interessante Punkt war, war, wie bei den Kommunikationsmethoden diese Peer-to-Peer-Systeme bekommen. Also nicht mehr ein Kommunikationskanal über eine zentrale Stelle im Vermittlungsamt oder so immer, sondern Peer-to-Peer. Und damit ist es natürlich zweierlei schwieriger geworden. Ja. Ich habe keinen zentralen Punkt, wo ich mich reinhängen kann, weil dieses schöne Tapping-Device, das man hier gerne hätte, anschaltet. Und ich habe nur eine Verschlüsselung auch dazu. Ja, wenn ich jetzt natürlich Internet als billiges Medium verwende, werde ich natürlich notgedrungen verschlüsseln. Und das macht natürlich das wesentlich schwieriger. Und mittlerweile, seit 3 Jahren würde ich circa schätzen, sind die Endgeräte auch so leistungsfähig, dass sie ziemlich große Schlüssel verwenden können. Ich kann mir selbst drinnen noch ein paar Projekte gehabt. Ich glaube, gestern warst du sogar noch involviert. Auslandskorrespondenten, die natürlich mit Österreich telefonieren, vom Handy wollen natürlich verschlüsselt kommunizieren. Und das war gar nicht so leicht, weil damals diese Handys nicht in der Lage waren, mehr als 64-Bit-Schlüsseln zu verwenden und dass natürlich die Qualität oder die Sicherheit nicht so extrem war. Das geht mittlerweile alles, ja. Ich kann mich ja ganz gut erinnern, dass es quasi rund um die Edward Snowden-Enthüllungen gab es dann großen Aufschrei, dass sozusagen da auf den Kabeln mitgeschnorchelt ist, und danach gab es einige der Kommunikationsanbieter, die plötzlich dann gekommen sind und gesagt haben, so, jetzt machen wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil ich natürlich dann, wenn ich einer der Hersteller bin, sagen kann, ich kann das ja auch gar nicht lesen. Also selbst wenn ich einen zentralen Kommunikationsserver hätte, nehme ich mich ja da heraus, weil ich sage, Kommunikation ist Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist der zweite Aspekt, nämlich dann, wenn zentrale Server noch immer als Kommunikationsserver betrieben werden, könnte ich ja normalerweise dort zugreifen. Ne? Meine, aus Herstellersicht ist es eine ganz eine simple strategische Überlegung. Wir wollen natürlich haben, dass unsere Kunden in die Technologie vertrauen. Wenn ich dem nicht vertraue, setze es nicht ein. Das ist der Markt, der Zugang zum Markt. Ja. Und das ist auch unser Bedenken, dass wir mit solchen Gesetzesbeschlüssen haben, wenn es das Vertrauen gefährdet, zerstört es in gewisser Weise den Markt. Und ich persönlich und die Firma Microsoft sicher auch, wir sehen schon viel Positives auch in der Digitalisierung. Da ist viel Chance. Wenn man natürlich diese Chancen bremst, auch im relationalen Vergleich zu anderen, weil das ist ja ein internationaler Wettbewerb da, ob das unter Umständen auch zum Nachteil führen kann. Also diese Ausgewogenheit zwischen Risiken und Chancen ist halt immer schwierig zu treffen. Also für mich bleibt ein Dilemma. Ja. Es gibt offensichtlich Situationen, die wollen wir alle verhindern. Ja, die macht Sinn in der Strafverfolgung. Gleichzeitig gibt es aber Situationen, die uns bremsen, sagen wir es einmal so. Vielleicht auch einer der Punkte, wir haben es vorher ja schon gehört, das Thematik der Grundrechte. Kommunikation und quasi die Privatsphäre oder die geschützte Kommunikation ist ja auch etwas, was quasi eine Grundlage unseres Staates ist. Eine Fragestellung, die ich rundherum habe hier ist, ist denn ein Grundrechtseingriff in solchen Fällen gerechtfertigt? Und wir haben eine Juristin auf der Bühne sitzen, die zwar nicht jetzt in dem Bereich Spezialistin ist, aber wahrscheinlich am berufensten von uns ist, ein bisschen was aus der rechtlichen Sicht dazu zu sagen. Vielen Dank. Also als Interessensvertretung für Telekom-Anbieter und Internet-Provider, ja, wir sind auch sehr wohl an die Grundrechtsthematik interessiert, und das ist auch teils unserer Tätigkeit, in dem DISPA nicht nur eine freiwillige Interessensvertretung für Betreiber, sondern wir fördern das Internet insgesamt. Und ja, es ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, in dem neuen Entwurf sind gewisse Verbesserungen rechtsschutztechnisch vorgesehen. Allerdings, das ändert jetzt nichts an unserem Grundstandpunkt, dass so eine Ermittlungsmaßnahme, die darauf basiert, dass Sicherheitslücken offen gehalten werden und ausgenutzt werden, um
um eben Endgeräte eben zu überwachen und verschlüsselte Nachrichten zu überwachen, ist aus unserer Sicht extrem problematisch. Einerseits die angesprochene Thematik, dass das den Sicherheitsstandard einfach untergräbt und gleichzeitig auch das Vertrauen im Unternehmen unterläuft, die bereits seit Jahren personelle und finanzielle Mittel drin investieren, solche Lücken zu schließen. Und Telekom-Betreiber insbesondere sind angehalten, sehr hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, und die haben mit DKG vorgegebene Vorschriften und Meldeverfahren für Netzintegrität. Und aus diesem Grund sehen wir das auch sehr problematisch. Noch dazu, indem das es jetzt eigentlich technisch noch nicht ganz klar ist, so wie ich entnehmen konnte, was genau zum Einsatz kommen wird, was für ein Software, sind die eigentlich die Auswirkungen auch nicht ganz absehbar, wie das am Endeffekt, ob diese ganzen Rechtsschutzmechanismen, die der Gesetzgeber vorschreibt, ob die tatsächlich auch technisch umgesetzt werden können. Das kann ich jetzt als Juristin schwer beurteilen. Ja, ich meine, bei diesem Software, was bei dem Einsatz dieser Ermittlungsmaßnahme, was positiv zu werten ist, in dem neuen Entwurf ist diese 10-jährige Schwelle, die vorgesehen ist. Man darf es nur bei Straftaten, die mit Strafrahmen mit über 10 Jahren bedroht sind, eben einsetzen. Reine M2M-Kommunikation ist davon nicht erfasst, sollte nicht erfasst sein. Aber auf jeden Fall, es sind sehr viele Fragen noch offen, und aus unserer Sicht ist diese Ermittlungsmaßnahme nach wie vor definitiv abzulehnen. Und wir sehen die Vorteile, die Risiken, die dadurch geschaffen werden, dass sie bei Weitem die erwarteten Vorteile für die Kriminalitätsbekämpfung dass die einfach bei Weitem überwiegen, die Nachteile bei Weitem überwiegen. Und ja, Rechtsschutzproblematik, Grundrechtsschutz, das ist auch ein Thema. Es wurde versucht, teilweise das abzufangen durch verschärfte Voraussetzungen für den Einsatz der Ermittlungsmaßnahme. Aber ganz, es ist immer so eine Abwägung zwischen öffentlichem Interesse und die Grundrechte der Betroffenen. Und das muss man immer im Einzelfall machen. Darf ich da eine Frage dazu stellen? Entwickelt ein Argument, 2 erdestaatliche Erklärungen reichen. Ja. Darf ich da eine Frage dazu stellen? Wann der Nutzen fraglich ist und die Kosten wahrscheinlich oder der Aufwand hoch, wie schaut es da mit der Verhältnismäßigkeit aus? Weil auch da gibt es ja verfassungsrechtliche Natürlich, Grundlagen. Ja, das ist immer ein Abwägungsakt, und ich meine, in der Regel sind diese Verhältnismäßigkeit im Einzelfall abzuwiegen. Ich kann jetzt wirklich mir nicht vorstellen, wie das in der Praxis ausschauen wird, aber diese Verhältnismäßigkeit und die Grundrechtsthematik da hinten, das bleibt jetzt offen. Ja. Es ist, ob die öffentlichen Interessen, die da geschützt werden, tatsächlich, ob das gelindeste Mittel ist und ob dieser gewünschte Erfolg auch nicht anders herbeigeführt werden kann, das ist wirklich im Einzelfall abzuwägen. Da kann ich jetzt das nicht beurteilen. Vielleicht zum Thema Grundrechtseingriff. Also Grundrechtseingriffe sind ja immer nur dann quasi durchführbar, wenn nachgewiesen ist, dass quasi das Interesse hoch genug ist, dass man sozusagen etwas bekämpfen möchte, wo der Staat insgesamt ein hohes Interesse daran hat. Jetzt kann man sagen, bei schwerer Kriminalität ist das mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall, weil es auch bei anderen Grundrechtseingriffen in der analogen Welt, sage ich jetzt einmal, passieren würde. Das heißt, wenn ich eine schwere Straftat habe, dann kann ich heute auch mit einem richterlichen Befehl bei einem Telekom-Provider eine Abhörung fahren lassen. Also das würde ich vergleichbar sehen. Die Fragestellung ist nur, gibt es nicht andere Mittel, mit denen man sozusagen ähnliche Zwecke auch erreichen könnte? Und das ist wahrscheinlich fraglich. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Stellungnahmen dazu, dass man sagt,
vielleicht ginge es ja auch anders. Und ich glaube, über den Themenbereich, den wir gerade gehört haben, wo wir heute auch noch ein bisschen diskutieren werden, ist, was sind denn die Auswirkungen oder Gefahren dieser Technologie oder Methodologie? Eine Frage, die ich auch stellen möchte, ist, ich weiß nicht, ob wir es wissen, ich habe mich versucht, darüber zu informieren, habe es aber jetzt auch nicht petto. Muss denn nach einer Observierung, die passiert ist, der Betroffene danach informiert werden? Ja. In dem neuen Entwurf schon. Gut. Das heißt, wenn ich sozusagen verdächtigt werde und danach stellt sich heraus, dass der Verdacht unbegründet ist, wird derjenige danach informiert und es wird ihm sozusagen mitgeteilt, dass er Ziel einer solchen Überwachung war, was aus meiner Sicht auch wichtig ist, weil damit kann man sozusagen verhindern, dass die Technologie eingesetzt wird und derjenige nachher nicht einmal davon erfährt, dass in seine Grundrechte eingegriffen wurde. Wir haben schon ein bisschen was darüber gehört. Wir haben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt, ich habe zwei Geräte. Es könnte ein Telefon sein, es könnte ein Computer sein, es könnte, wir haben heute schon mal geplaudert, eine Spielekonsole sein, also irgendein Gerät, über das man die Kommunikation abwickelt. Die Kommunikation zwischen den beiden Geräten ist verschlüsselt. Das heißt, niemand, der dazwischen sitzt, kann ohne erheblichen technischen Aufwand diese Kommunikation mitlesen. Also im Normalfall ist es unwahrscheinlich, dass man sozusagen schafft, diese Verschlüsselung zu knacken, zumindest nicht mit entsprechender Geld, das man investiert. Wie funktioniert das also jetzt tatsächlich technisch, dass ich mich da in diese Kommunikation einhängen kann? Ja, sagen wir, gehen wir jetzt mal, es gibt ja unterschiedliche Szenarien, wie wir auch schon vorhin gehört haben. Gehen wir mal davon aus, ich nutze also einen Exploit aus, den die betreffende Person auf ihrem Computer entweder nicht gepatcht hat oder der Hersteller. Was ist ein Exploit? Pardon, Exploit ist eine Schwachstelle im Betriebssystem, die es ermöglicht, zum Beispiel remote ein Programm auszuführen. Ich stoße das an und ich habe die Möglichkeit, bei Ihnen remote auf dem Computer irgendein Programm zu starten. Zum Beispiel gibt es einen Begriff, der nennt sich Dropper. Dropper ist nichts anderes, der ermöglicht mir dann remote weitere Teile nachzuladen. Ich starte einfach etwas, das ladet etwas nach aus dem Internet und damit ist es mir dann möglich, auf der Maschine etwas lokal zu installieren. Darf ich da gleich fragen, wie stellst du fest, dass der diese Software im Einsatz hat, der dieses Exploit hat? Na gut, hat? Jetzt kommt es ja. Also, es gibt ja nicht nur Software jetzt im klassischen Sinne, Windows-Betriebssystem, es könnte ja zum Beispiel auch ein Router-Betriebssystem sein. Ja, es gab vor kurzem ja auch Schwachstellen, Netgear-Router, ungepatcht. Ja. Manchmal gibt es auch Firewalls, Switches, überall gibt es Fehler heutzutage. Also auf einem Telefon kann irgendein Mobile Phone Stack falsch implementiert sein. Der Mobile Phone Stack ist für die Kommunikation zu den Funkzellen notwendig und baut eigentlich die Verbindung auf, eben zu meinem Telefonprovider. Da kann es überall Fehler geben. Es ist überall, wo Software ist, sind Fehler möglich. Ja. Deswegen setzen viele große Teams, wie Sie schon auch erwähnt haben, also Firmen, große Teams an, die eben Schwachstellen suchen in ihrem Code. Ja. Es gibt Frameworks, wie man natürlich sichere Software entwickeln kann, aber es ist auch so, damit sich die Angriffsvarianten ja ständig verändern und neue Technologien dazukommen, mit denen man Forschung noch betreiben kann. Also Fuzzing ist zum Beispiel etwas, was schon länger auf dem Markt ist, aber dass man zum Beispiel ermöglicht, also Schwachstellen auszutesten, zu erkunden an Systemen. Und dann gibt es verschiedene in Software, also in der Softwareentwicklung. Ja. Und so wie sich der Markt entwickelt, ist es leider so, wir haben es zum Beispiel gesehen jetzt mit Intel ja auch, Meltdown, Spectre, das hat vielleicht jeder gehört, das waren Schwachstellen, wo man eigentlich sagt, am besten, das ist die Theorie, am besten wäre es, wenn man sich eine neue CPU kauft, die man 100% sicher sein will. Damit das aus Kostengründen natürlich nicht geht, muss man den Hersteller vertrauen, dass der einen guten Patch liefert. Dann gibt es dann die Diskussionen, dass auch auf Performance geht. Aber kommen wir zurück. Das heißt, wir haben eine Schwachstelle, die ich jetzt quasi remote, also ausnutzen kann bei den Betreffenden. Und ich rede jetzt mal, sei es ein klassischer Windows-Rechner, den ich einfach irgendwo in ein öffentliches WLAN hänge. Ja?
und auf diesen öffentlichen WLAN wird mir dann etwas untergejubelt und auf meinen Rechner installiert. Das wäre eine Möglichkeit, dass also dieser Bundestrojaner auf diesen Rechner kommt. Mobiltelefon natürlich genauso über WLAN wäre ein Einfallstor. Dann müsste ich, würde mir noch einfallen, eben die schon angesprochene Manipulation eines Routers, ja, wo ich auf die Firewall draufkomme. UPC hatte ja auch schon mal die paar Probleme, was ich weiß, mit Passwörtern, die überall gleich waren. Mhm. Damit ist es sehr einfach, zumindest mal einen Zugriff bekommen auf das Netzwerk, das ich privat vielleicht auch habe, einen Einsatz habe, mir quasi Ports zu öffnen. Also es sind Schnittstellen, die es mir erlaubt, Kommunikation mit verschiedenen Diensten aufzunehmen oder auszuführen. Ich glaube, man sollte einmal bei all dem, was man da hört, technisch jetzt, aber unterscheiden zwischen dem, wo denn das Ding sitzt, das man mitlauscht oder tut. Außerhalb des Endgeräts oder im Endgerät? Also auf jeden Fall. Wenn er darf, bitte weiterreden, wann jetzt beispielsweise das Ding außerhalb des Endgeräts ist, wäre es noch günstig zu erklären, wie denn dieses Ding am Rechner etwas tut und installiert, also ein Router zum Beispiel, das ist mir nicht ganz klar. Ja, ein Router kann ich, ja, ich kann auch was ausführen, mein Router kommt auf an. Je nachdem, die meisten Router haben drauf ein NAS-System, schon mittlerweile NAS-Funktionalitäten. Ich kann Skripte absetzen auf Router, das ist heutzutage alles möglich, ohne Probleme. Vielleicht wo ich, pardon? Ganz kurz da auch einzugreifend, wenn ich einen Router habe, der Dinge tut, die ich nicht vermuten würde als Endanwender, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich eine bestimmte Seite ansurfe, ein bestimmtes Programm herunterladen wollen würde und der Router liefert mir aber ein ganz ein anderes. Das heißt, ich klicke auf ein Firmware-Update. Möchte ein Firmware-Update irgendwas installieren, klicke dort drauf und ich bekomme etwas ganz was anderes. Das wäre ein einfacher Weg, wie sozusagen so eine Schadsoftware auf den Client drauf bekomme. By the way, das wäre auch eine Möglichkeit, wie ich sozusagen, ohne dass ich einen Router hätte, der jetzt bestimmte Dinge tut, sozusagen mit den Internet-Providern zusammenarbeite, beziehungsweise sie verpflichten würde, solche Geräte sozusagen in die Leitung zu hängen. Weil dann müsste ich nicht einmal eine Schadsoftware auf einem Router aufbringen, sondern ich bitte den Internetprovider um Rechtshilfe sozusagen. Der Internetprovider müsste ein Gerät in die Kommunikation einschalten und das würde bestimmte Kommunikationsdaten manipulieren. Schon, aber wenn es zwischen zwei Geräten ist, dann ist eine verschlüsselte Kommunikation ja, auch ein Problem mit der Einschlüsselung. Aber der Befertigung im Endgerät schaut das anders aus, als haben wir vor der Verschlüsselung und außerdem sind die ganzen Festplatten, die durchsuchbar sind, oder am Handy, die SMS und ich weiß nicht was alles, das geht ja nicht nur um WhatsApp und Skype oder so, wie erwähnt wurde. Es geht ja um viel mehr. Wie gesagt, wenn ich die Kommunikation manipuliere, kann ich natürlich denjenigen dazu bringen, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun wollte. Zwei Dinge. Die Infrastruktur, dass ein Provider die Daten, die zum Endkunden ausgeliefert werden, manipulieren kann, ist schon da. Da haben wir Beispiele ja. In den USA, gerade bei nicht verschlüsselter Kommunikation, ja. HTTP, nicht HTTPS, ist das in bei manchen REST-Providern gar nicht gegeben. Bei den Whisper-Mainbahn dankenswerterweise nicht. Und das Zweite ist, das ist mir, das fehlt mir jetzt schon länger, der Wiesner in seinem Ausführungs-Anfangsstatement nicht erwähnt, sind die sogenannten Zero Days. Das heißt, das würde man noch dazu kommen. Okay, dann genau. Das ist eigentlich, man noch das dazu ist kommen. Eigentlich der Knackpunkt. Würde man noch dazu kommen. Ja. Wie gesagt, aber die Frau Pavanova hatte sie auch schon vorher gesagt, also die Internetprovider sind sozusagen auch nicht besonders glücklich deswegen, weil man sie dazu verpflichten könnte, solche Geräte einzusetzen. Und das ist natürlich etwas, was, du hast das vorher gesagt, Vertrauen braucht jemand, der am Markt unterwegs ist. Und natürlich brauchen auch Internet-Service-Provider Vertrauen, dass die Menschen, die über diese Infrastruktur kommunizieren, über eine sichere Infrastruktur kommunizieren. Das heißt, in dem Fall haben unsere beiden Herren Damen rechts und links von mir auch hier die gleichen Interessen. Ich würde noch kurz was anmerken. Ich glaube, dass so einem Vorgang immer eine Durchsuchung vorhergehen muss. Irgendwer muss ja feststellen, der hat den Router, die Software, dieses Produkt, den Fernseher, was immer im Einsatz. Ja? Oder Social Engineering, mit was arbeitet er überhaupt? Ja? Genau, und da fängt für mich schon die Diskrepanz an. Ja? Ich kann zwar einen Bescheid haben, dass ich was überwachen darf, aber ich brauche auch einen Bescheid, dass ich vorher die Analyse machen darf, dass ich weiß, wo der beste Angriffspunkt ist. Und
das eben überhaupt nicht geregelt eigentlich momentan, oder? Also ich glaube, dass die Hausdurchsuchung, sozusagen die physische, nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Weil du könntest natürlich auch, wenn derjenige hier im Raum wäre, relativ leicht herausfinden, welche Geräte er verwendet. Das ist ein nicht rechtlich zulässiges Beweismittel dann, ja, weil es auf unrechtwessen Wege besorgt wurde. Das ist ja nicht einmal ein Beweismittel. Es wird ja nicht als Beweismittel verwendet, es wird ja nur als Angriffsvektor verwendet. Ja. Ja. Muss diskutiert werden. Es ist ja möglich, dass man dann meine Hände, was ich eingesteckt habe, raus. Finde, aber was dafür zusteht, ist das... Ja, wobei beim Handy, also ich glaube, dass in 90% der Fälle wahrscheinlich das Handy der Angriffsvektor sein wird. Sicher auch so. Weil das hast immer mit dir und mit dem kommunizierst in 90% der Fälle. Also ich glaube, dass es weniger um Standgeräte geht, als um mobile Geräte gehen wird. Ja. Mein Gefühl, ja. Die Geschichte mit der Hausdurchsuchung ist genau das, wollen Sie sich ersparen. Sie wollen ja eigentlich... Sie träumen alle von der Lösung, muss nur noch auf den Knopf drücken, drücken und dann die komplette Kommunikation mithören. Mit, ja. Weil eigentlich gäbe es ja, also korrigiere mich, aber es gibt so dieses Konzept des gelindesten Mittels. Eigentlich wäre es ja einfacher, die Wohnung zu verwanzen oder abzuhören, als jetzt so Schadsoftware auf dem Handy aufzubringen. Ja. Wo man dann über Grauzone und denkt, da kommen wir dann eh nochmal bei den Silos. Also, die haben einfach alle viel zu viel schlechte Science-Fiction-Filme. Gut. Es gibt auch gute, aber... Ich meine, wenn ich da einhaken darf, wenn es um das gelindeste Mittel sprechen, da sind wir wieder bei dieser Verhältnismäßigkeitsüberprüfung und ja, einfach, sie müssen, erstens muss sich um eine entsprechende Straftat handeln, der überhaupt in diese Strafrahmen reinfällt, über 10 Jahren. Und zweitens, ja, wenn man diese Grundrechtsabwägung macht und dann der Betroffene auf seine Rechte wahrnehmen möchte, dann muss man immer in dem Einzelfall eben schauen, hätte der Behörde zu diesem diese Ermittlungsergebnis auch anders herbeiführen können. Darf ich eine Frage stellen? Wissen Sie, ob es eine richterliche Anordnung dafür bedarf? Ja, bedarf haben wir schon vorher gehört. Haben wir schon geklärt. Ja. Jetzt noch eine Frage? Eine Frage noch. Ich möchte noch ergänzen dazu zu der Verhältnismäßigkeitsprüfung, weil schon, also im Einzelfall auf jeden Fall, ja. Aber es ist schon auch so, dass man selbst verpflichtet ist, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, weil Grundrechtseingriffe schon im Gesetz gibt. Ja, genau. Prozess. Ja, das stimmt. Und das ist durchaus nochmal ein eigener Punkt. Und natürlich kann es dann immer sein, dass man Fälle konstruieren kann, in denen das auch sozusagen jetzt abstrakt und grundsätzlich notwendig sein muss. Dann müsste man es aber auch auf die beschränken. Also es ist schon auch nicht nur für den Einzelfall notwendig, die durchzuführen, sondern auch in dem Gesetzgebungsprozess. Und das wird oft komplett vernachlässigt, dass das eigentlich auch eine Vorgabe ist und auch irgendwo argumentiert werden muss, auf abstrakter Ebene, als schon auf der Gesetzgebungsebene. Dankeschön. Vielleicht darf ich bitten, dass wir jetzt die Diskussion nicht mittendrin führen, weil sonst verfleddern wir uns. Wenn es also Verständnisfragen gibt, diese zu stellen, wir werden am Ende der Diskussion dann auch noch genügend Zeit haben, quasi das aufzumachen und im Plenum zu diskutieren. Wie gesagt, gerne. Wenn das so stimmt, dass man eine gerichtliche Anordnung braucht, um das zu machen. Ja. Und wenn das so stimmt, dass wenn Endgerät zu Endgerät verschlüsselt ist, da ist dann wirklich erhebliche technische Aufwand benötigt. Wie war das mit dem Handy von Angela Merkel? Ich kann dieses, das war ein normales Telefon, ja, damals ohne Verschlüsselungstechnik. Das Sie ja wissen auch, was es mit dem Feinstaccord. Der Feinstaccord kann jeder, egal wo der sitzt, und auch ohne eine. Das sind wir zu einer anderen Welt. Verschieben wir es bitte auch auf nachher. Ja. Geht es nicht um den Bundestrojaner, vielleicht auch noch für alle, die im Raum sind, Kommunikation auf einem Handy kann mit einem 35-Euro-Gerät von jedermann abgehört werden. Also GSM-Verschlüsselung, vergesst sie. Ja, vergesst sie bitte. Das heißt, ein normales Telefon kann von jedermann in Wirklichkeit abgehört werden. Es ist nicht legal, weil ich dazu natürlich auch eine Berechtigung bräuchte.
aber im Grunde genommen kann man um 35 Euro ein Gerät im Internet bestellen und das tun. Das heißt, normale Telefonkommunikation werde ich nicht verwenden, wenn ich der Meinung bin, dass ich vielleicht etwas Böses vorhabe und nicht dabei erwischt werden möchte. Deswegen sprechen wir hier heute über die Kommunikation über quasi Applikationen. Wir haben zwei davon gehört, also eine wird von der Firma Microsoft angeboten, die Skype, die ist erwähnt worden in der Diskussion, die andere ist von Facebook und ist WhatsApp. Beide sind sozusagen in der Berichterstattung erwähnt worden und es geht darum, wie kann ich also Kommunikation, die entweder Peer-to-Peer-Technologie verwendet, also gar nicht über einen Server geht und vor allem Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, von Gerät zu Gerät, trotzdem abhören. Um dieses Thema sprechen wir heute. Und da ist die Meinung, dass es in Wirklichkeit nur so funktionieren kann, wenn ich ansetze an der Stelle, bevor es verschlüsselt wird. Das heißt, ich muss an einem der beiden Geräte, die kommunizieren, ansetzen, bevor die Software den Datenstrom verschlüsselt, einpackt und übers Netz schickt. Und da war jetzt in der Diskussion die Meinung, dass das nur so funktionieren kann, indem ich eine Schadsoftware, sozusagen eine amtliche Schadsoftware, auf das Gerät aufbringe. Und jetzt waren wir gerade in der Diskussion dort, wie schaffe ich es, diese Schadsoftware auf so ein Gerät draufzubringen. Eine der Meinungen, die wir schon gehört haben, war, ich bringe den Benutzer dazu, das zu tun. Das kann entweder, du hast das vorher, glaube ich, das Social Engineering sein. Das heißt, ich überrede jemanden dazu, etwas zu tun, was er vielleicht gar nicht tun möchte. Eine Methode. Die zweite Methode war, ich verwende ein in der Kommunikation befindliches Gerät, um Zugriffe, die der Benutzer vielleicht machen möchte, auf einen Ort zu senden, wo er gar nicht hin wollte. Das heißt, er lädt sich Software herunter, wo er glaubt, dass das eine ganz eine normale, weiß ich nicht, ein Patch von der Microsoft ist oder eine App, von der er sie installieren möchte, klickt irgendwo drauf, installiert sie das, das schaut aus, als ob das ganz legitim wäre, ist aber was ganz was anderes. Das ist die zweite Methode. Die dritte Methode war, die Sicherheitslücken auszunutzen. Da hast du gerade vorher auch Zero Days genannt. Vielleicht, Christian, dass du kurz erklärst, was ein Zero Day Exploit ist. Ein Zero Day Exploit ist eine Schwachstelle, die der Hersteller selber noch nicht kennt, ja, die so unbekannt ist am Markt und die dann ausgenutzt wird. Die vielleicht bekanntesten Zero Days, die Sie kennen, waren zum Beispiel bei Stuxnet. Stuxnet war halt auch wieder etwas von Geheimdienst eingesetzt. Das hat Microsoft damals sehr stark getroffen und waren wir beide auch sehr stark involviert darin, weil es waren damals Zero Days, also wenn man eine Zero Day findet, dann sagt man, okay, zwei sagt man, shit happens, aber drei, unmöglich, da ist was faul im Staat der Dänemark. Und das ist damals passiert, weil es waren drei Schwachstellen, die über verschiedene Betriebssystemvarianten damals, über Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, quasi ausgenutzt werden konnten. Und das hat uns damals ziemlich schockiert. Ja. Was tut denn Microsoft dazu, sozusagen in dem Umfeld? Naja, also wenn man sich anschaut, die Abwehrmaßnahmen, die sie jetzt entwickeln, gehen ein bisschen von diesen klassischen Signaturen, Check, man kennt alles weg, Richtung eher Analysemethoden, die auf Mustern basieren, dass man auf Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster, das ist diese Advanced Threat Analytics, man sagt, okay, ein normales Verhalten schaut so aus, das geht auf diese Webseite, macht diese Aktion hinter dieser Aktion, und wenn abweichendes Verhalten festgestellt wird, zum Beispiel auf einmal fängt irgendein Prozess in dem Rechner an, auf alle möglichen Webseiten zuzugreifen, das ist irgendwie suspekt. Ja. Dann erst werden gewisse Maßnahmen ergriffen, und es kann durchaus sein, dass man Zero Day auf einer Maschine hat, aber so eine Advanced Threat Analytics Komponente, die im professionellen Umfeld dann sehr wohl eingesetzt wird, dann anschlägt und sagt, Moment, jetzt stoppt man die Kommunikation oder jetzt weist man den Anwender darauf hin oder was. Also das sind andere Maßnahmen, die hier jetzt ins Spiel kommen. Das ist ein Machine Learning, Artificial Intelligence und solche Dinge. Das heißt, ein normaler Virenscanner wird wahrscheinlich eine Spionagesoftware nicht erkennen?
Die Frage, was ist ein normaler Virenscanner? Also ich behaupte, dass sie die Virenscanner jetzt momentan massiv in diese Richtung verändern, dass sie nicht nur mehr Signaturanalyse machen, sondern auch sehr wohl Benutzerverhalten, Softwareverhalten und das lernen und auf das dann reagieren. Das könnte durchaus möglich sein, dass man Spionagesoftware, Bundestrojaner auf einem PC einschleust und der Virenscanner, der neue, der Artificial Intelligence verwendet, draufkommt, dass da was faul ist im Staat Dänemark und sozusagen die gerade erfolgreich eingeschleuste Schadsoftware sozusagen eliminiert oder an der Arbeit hindert. Ja, oder zumindest an der Kommunikation hindert. Ja. Gut, damit ist sie nicht mehr sehr verwendbar. Ne? Also gerade im Firmenumfeld, ja, ist es durchaus schon üblich, hoffentlich bei vielen, dass die Kommunikationskanäle, die ein Endgerät hat, ziemlich eingeschränkt sind. Ja. Also das erwarte ich mir von einer guten Software. Ja. Und damit hast du mit so einem Trojaner schon einige Probleme. Ich vermute ja auch, dass wenn so ein Trojaner auch... Wir müssen nicht nur die eingehenden Pakete, sondern die ausgehenden. Ja. Ich meine, ich denke mir, wenn ich jetzt Kommunikation von einem Benutzer sammle, dass da ja durchaus eine Menge an Daten anfällt. Und ich denke mir, einer der Hinweise, die da sein könnten, dass da etwas faul im Stadt-Dänemark ist, ist, dass man diese gesammelten Daten ja irgendwie von diesem Gerät wegbringen muss. Ne? Also das Ding müsste ja sehr kommunikativ sein. Und das hoffentlich kommuniziert nicht direkt mit einer IP-Adresse aus dem Bundesministerium, von Inneres. Ja? Das wäre äußerst unproduktiv. Ja? Gut, das kennt man ja aus der Firewall einfach auch dran. Ja, genau. Naja, wenn man sich das anschaut, wie das in Deutschland läuft, ja, ist das im Endeffekt ein Botnet, würde ich sagen. Da gibt es Command- und Kontrollrechner, die natürlich mit diesen Trojanern, die da verteilt worden sind, kommunizieren. Was ich gesehen habe, ganz, ganz heikel war, die Software muss ja auch relativ intelligent, also der Trojaner muss ja auch intelligent geschrieben sein. In der Regel, das Problem, was die da jetzt momentan haben, ist diese Nachladbarkeit. Also da wird ein gewisses Set an Fähigkeiten installiert, das ist der Basistrojaner, und dann kommt die Strafverfolgungsbehörde drauf, wir brauchen ein bisschen mehr. Wir wollen nicht nur Video, Audio, sondern vielleicht irgendwas anderes auch noch überwachen, dann wird nachgeladen. Ja. Und das sind diese Muster, die dann diese Virenscanner und die Schutzsoftware erkennt, dass da also ungewöhnliches Verhalten auf einmal. Was wir auf jeden Fall jetzt schon allein ein bisschen festgestellt haben, auch wenn wir jetzt sehr viel in die Technik hineingegangen sind, es ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Ja? Also das Leichteste ist natürlich, so leicht ist es nicht unbedingt, ja, auf die Maschinen draufzukommen. Entweder ich habe den Zugriff, wo ich wirklich direkt auf der Maschine was machen kann, oder aber ich muss Geld investieren, ja, wenn ich Schwachstellen ausnutzen will. Warum muss ich Geld investieren? Berühmte Zero-Day, was vorhin angesprochen worden ist. Eine Zero-Day kostet Kohle. Ja. Für das iPhone, da gibt es eine Webseite, kann man sich übrigens informieren. Das ist Iridium, das ist eine Firma, ehemalig Ruben. Die haben eine Liste veröffentlicht, was sie zahlen an Schwachstellen. Ich nehme zum Beispiel her, fürs iPhone 8, ja, für eine Zero-Day, also wo ich einfach nur anklicke und ich könnte jetzt was ausführen, zahlen die bis zu 1,5 Millionen US-Dollar. Das heißt, wenn ich jetzt Windows hernehme, damit ich eine Remote Code Execution machen kann, das spricht, dass ich etwas ausführen kann, außer der Entfernung auf dein Zielgerät, ja, zahlen die immerhin um die 300.000 Dollar. Das hat natürlich auch, damit es Firmen gibt, die das quasi machen, ja, ist natürlich auch ein Problem. Ja. Damit ich es richtig verstehe. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein Techniker bin, der im Security-Bereich unterwegs ist, eine Security-Lücke für das iPhone finde, kann ich mir aussuchen, ob ich sie der Firma Apple mitteile, damit sie das Loch schließen. Ja. Oder ich nehme 1,8 Millionen und mache einen schönen Urlaub. Genau, das ist nämlich jetzt eines der Probleme, die wir also bei Microsoft zum Beispiel gelebt haben. Wir haben Bug-Bounty-Programme eingeführt, weil, möchte ich ein bisschen halt mal ausschweifen, wenn ein Fehler gefunden wird, war es früher so, hat sich der Researcher bei Microsoft gemeldet, wir haben das kontrolliert, okay, nachgestellt, ja, es ist auch so. Und wenn wir dann diesen Fehler gefixt haben, dann wurde der Researcher erwähnt unten bei den Knowledge, also da gibt es Artikeln, warum wir den Patch jetzt rausgebracht haben. Und da unten ist dann halt drin gestanden, wir bedanken uns beim Wissenschaftler Herrn Hubert Meyer, weil er diese Schwachstelle gefunden hat bei uns. Das war alles, das war früher. Ruhm und Reputation. Ruhm und Ehre, oder ja, 1,8 Millionen. Ja, genau. Dann hat er begonnen, eben Bug-Bounty-Programme zu erfinden. Das heißt, Microsoft zahlt
je nachdem wie schwer Grad der Lücke, bis zu 150.000 Dollar. Das heißt, wenn ich jetzt ein Researcher bin, komme ich in das ethische Dilemma, gehe zu Microsoft und hole mir 150.000 Dollar oder melde ich mich bei der Firma und gebe denen das und ich habe 300.000 Dollar jetzt kassiert und kann auch fort außerdem. Ja? Das ist ein ethisches Dilemma. Also das heißt, der Markt ist leider sehr groß. Eine zweite Frage, die sich daher stellt, ist, es ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlicher, dass sozusagen unsere Strafverfolgungsbehörden dann sich an eine dieser Firmen wenden, als dass sie selbst auf eines der Zero-Day-Exploits draufkommen würden. Wenn ich da auch wieder skizzieren darf, das ist ja nur jemand, der jetzt diesen Exploit kauft. Ich muss ja nachher noch die Technologie entwickeln, mit dem ich diesen Staatstrojaner dann ja auch baue. Das ist das Nächste. Das heißt, das kostet noch einmal Geld. Da ist meistens so, dass diese Firma sammelt einfach nur die Schwachstellen ein und verkauft sie dann an die Entwickler, die weltweit für ihre Regierungen, in Österreich ist nicht der Einzelfall, eben Schadsoftware oder ich sage jetzt einen Bundestrojaner also entwickeln. So, das heißt, jetzt habe ich mal eine Software, ich habe einen Exploit, ich muss den draufbringen auf einen Rechner, jetzt haben wir gehört, wir müssen das vielleicht nachher bekannt geben, damit wir das eingesetzt haben. Ich kann diesen Exploit oder diese Schwachstelle, diese spezielle Version vielleicht nur ein paar Mal einsetzen. Das heißt, also die Kosten sind exorbitant sehr hoch. Das erklärt sich auch aus diesen 10 Jahren, für mich zumindest, könnte ich damit sagen, okay, ein 10 Jahre Strafmaß heißt eigentlich, damit also die Kosten ja auch relativ hoch sein müssen für diese Schadsoftware, für diesen Bundestrojaner. Und dementsprechend glaube ich einfach, damit der Einsatz gefühlsmäßig einer dieser Bundestrojaner sicherlich sehr teuer sein wird. Ist es aber jetzt nicht so, dass wenn mehrere Staaten solche Bundestrojaner einführen, und Österreich ist ja nicht der Erste, der sowas plant, dass sozusagen die Nachfrage nach den Sicherheitslücken auch diese vorher genannten Preise durchaus dann in die Höhe treibt? Das ist auf jeden Fall das wird auf jeden Fall so sein, weil die Preise sind exorbitant auch in den letzten Jahren gestiegen. Aber nicht nur, weil die Nachfrage so groß ist, sondern auch, weil die Hersteller mittlerweile ihre Hausaufgaben wesentlich besser machen und viel Geld in die Schadstellen, also Entdeckung oder hineinstecken. Wie gibt es, dass eine Firma illegale Dinge kauft? Sind ja nicht illegal. Es ist ein sind Forschungsergebnisse, die Forschungsergebnis. Sie kaufen. Sie kaufen ein Forschungsergebnis, Sie zahlen für das Forschungsergebnis. Nein? Nix. Also was man vielleicht hinterfragen kann, ist, warum sozusagen die Guten, sagen wir die Strafverfolgungsbehörden in diesem Fall, mit dem Bösen in Wettstreit stehen. Weil in Wirklichkeit, sage ich jetzt einmal, sind ja die Bauer dieser Spionagesoftware in Wettbewerb mit den, was haben wir gehabt gerade, Ransomware-Bauern, weil die Erpressungssoftware schreiben, verwenden ja in Wirklichkeit die gleiche Technologie wie der Staat, um auf den PC draufzukommen. Nein. Im Grunde genommen ja. Zero-Day-Exploits. Nein. Schwachstellen. Also in 99% aller Fälle hat der User ein Attachment angeklickt. Social Engineering. Social Engineering. Okay. Aber die sich wirklich gut verbreiten, verwenden natürlich Zero Days, weil die ja so in die anderen Systeme dann reinkommen. Also wenn du da mal einen gefunden hast, der lustig genug war, dann bist du quasi auf allen anderen drauf. Aber ich glaube, das sollte man kurz erklären, Christian. Es gibt da ganz eine wichtige internationale Vereinbarung, zumindest glaube 60, 70 Länder sind da Mitglied, das ist das sogenannte Wassenaar Agreement, das ist in Österreich geschlossen worden, vor 20 Jahren ziemlich genau, bitte mal ein, weil da letztes Jahr das Jubiläum war. Und da geht es darum, ich nenne das jetzt einmal waffenfähige Software. Es gibt natürlich Hersteller, die zum Beispiel Penetration-Testing-Software entwickeln. Und das ist ja was Gutes, wenn man was testen kann, ob das Fehler hat oder nicht. Und natürlich ist es auch naheliegend, dass man so eine Technologie auch für andere Zwecke missbrauchen kann. Wenn ich schon eine Penetration-Testing-Software habe, dann kann ich ja testen, ob die Schwachstelle dort da ist und die kann ich dann ausnutzen. Also das ist der Missbrauch. Was man sich bei diesen Abkommen geeinigt hat, im Endeffekt, dass man das offenlegt. Also Transparenz herrscht zumindest in diesen
Komitee, die sich die Vereinbarung getroffen haben, dass es diese Software gibt, wofür die kostet, wohin die verkauft wird und für was sie verwendet wird. Ja. Also da versucht man das ein bisschen, und das sind diese teuren Produkte, ich glaube, die billigste Software kostet 30 Millionen Euro, was ich so weiß, die in dem Bereich eingesetzt wird. Ja. Also da gibt es ja wohl internationale Rahmenbedingungen für das. Ja. Eine der Fragestellungen... Ich wollte noch was dazu sagen, ist es nicht ein wesentlicher Punkt, dass so ein Exploit, wenn einer schon verwendet wird, möglichst lang verfügbar ist, damit nicht wieder was Teures gemacht werden muss und daher nicht naheliegend, dass Regierungen, Geheimdienste mit Herstellern von Software, Microsoft und anderen Agreements in der Richtung haben werden oder schon haben, dass dieser Exploit möglichst lange nicht behoben wird. Oder haben wollen. Gut. Haben wollen, ja. Also ich glaube, da wird der Harry was drauf sagen können. Da muss jetzt der Harry drauf antworten, weil offiziell darf ich es immer mehr. Ich glaube nicht, dass man da was hört. Also ich sage einmal, diplomatisch haben wollen gibt es. Es gibt es beabsichtigt und unbeabsichtigt. Es hat sehr wohl Fälle international gegeben, wo halt einfach Probleme aufgetaucht sind und wo Regierungen gerne gehabt hätten, dass wir dieses Land, diese Region, diesen Kunden bevorzugt behandeln, was wir in der Regel einfach nicht machen. Weil das ruiniert unser Geschäft, das ruiniert unseren Markt, das ruiniert das Vertrauen. Ja. Wir gehen sogar so weit, und diese Fälle sind vielleicht eh bekannt, dass wir sogar gegen Regierungen klagen, zu Gericht gehen, um das zu verhindern. Auch in der USA haben wir Prozesse aktuell laufen, genau aus diesem Grund, weil das ruiniert unser Geschäft. Ja. Und ich weiß, dass unsere Mitbewerber das ähnlich handhaben. Weil sobald du da irgendwo anfängst, ist es vorbei. Da ist die Glaubwürdigkeit, die Integrität total gefährdet. Ja. Wenn zum Beispiel Microsoft-Produkte im Regierungsumfeld eingesetzt werden, ist die erste Frage, die ich also immer bekommen habe, ist, wie schaut es aus, gibt es da ein Backdoor drinnen? Und dann hat Microsoft eben die Möglichkeit damals geschaffen mit Source Code Access und auch Transparency Center, wo man einerseits die Source Code sich anschauen kann, nur remote, und in den Transparency Center kann man auch kompilieren und gegen die Binaries, die auf dem finalen Produkt sind, vergleichen kann. Sprich die Binaries, die man selber mitbringt, damit sie auch ja nicht manipuliert sind. Aber, und nochmal, das hat der Herr Leitenmüller schon am Anfang sehr gut erwähnt, es geht um Vertrauen, weil wenn man jetzt draufkommen würde, damit in der Microsoft ein Backdoor drinnen ist, dann ist der Markt zerstört. Ja. Aber natürlich, vollkommen zu Recht, es kann irgendwo eine Schwachstelle drinnen sein, die selbst Microsoft unter Umständen nicht weiß. Das ist aber auch die Taktik dahinter und die wird sehr lange dann ausgenutzt. Ja. Also die Problematik, die ich eher sehe, ist, dass Regierungen in Wirklichkeit kein Interesse mehr haben daran, dass Schwachstellen gefixt werden. Das ist das große Problem aus meiner Sicht, weil damit fördere ich ja bewusst oder ich nehme es in Kauf, dass IT-Systeme und ganz egal welches Herstellers, also wir haben zufällig heute nur einen hier sitzen, im Grunde genommen bewusst unsicher gehalten werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Frau Babanova ganz am Anfang gesagt hat. Wir haben im Grunde genommen dadurch sozusagen ein Riesenproblem, weil wir sind gerade in einem großen Umbruch und digitaler Wandel und all diese Dinge sind in aller Munde und die Infrastruktur, auf die wir uns draufsetzen, wird bewusst unsicher gemacht. Ich möchte mal ein anderes Beispiel noch bringen, ganz kurz. Wir waren jetzt bei Microsoft, ich gehe mal in eine ganz andere Welt hinein, an die Sie vielleicht gar nicht mal so denken. Sie haben einen Smart TV da zu Hause, Samsung vielleicht oder irgendein anderen Hersteller, der hat eine Skype-Kamera drinnen. Ja, wo Sie Skype bei einer App starten können. Das Problem heutzutage bei diesen Fernsehern, die werden vielleicht ein, zwei Jahre mit Software-Update, mit Patches versorgt und dann nicht mehr. Aber den Fernseher haben Sie länger. Den haben Sie 7 Jahre vielleicht oder 6 Jahre, wie auch immer. Aber einfach zu lang in Einsatz und da geben wir es auch noch die Möglichkeit, damit man das theoretisch ausnutzen könnte. Wir müssen hier kreativ sein. Wir konzentrieren uns immer jetzt auf Telefon. Ich habe schon einmal erwähnt Router. Ich wollte eigentlich nur damit hinzeigen, dass es unterschiedliche Devices gibt, die ich einfach angreifen kann, um an die Daten ranzukommen. Ja. Alexa? Naja, why not? Ja. Aber da haben wir auch wieder das End-to-End-Verschlüsselung. Der Christian hat gerade den Grund genannt, warum mein Smart TV zu Hause kein Ethernet-Stecker spendiert bekommen hat. Aber, nein. Der ist wirklich offline. Aber ich muss sagen, was mir da total fehlt in der Diskussion, wir gehen immer davon aus, dass der, nennen wir ihn jetzt einmal Verbrecher, digital inkompetent ist. Ja. Mhm.
Also wenn es um dieses Strafmaß und solche signifikanten Dinge geht, gehe davon aus, dass die auch digital kompetenter werden, hochprofessionell arbeiten, die letzten Bugfix und Patches eingespielt haben, damit sowas nicht passiert. Ja. Und dann wird es schon spannend, wie man dann reinkommt. Aber, ja. Nein, noch einmal, es wird einfach nur teurer. Ja? Weil das heißt, ich brauche jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zero-Themen 300.000, ich nehme eine Schwachstelle, die 100.000 kostet, ja? Aber das heißt, ich muss einfach immer mehr und mehr technisch aufrüsten, damit ich also wirklich auf dieses System zugreifen kann. Ja. Also nochmal aus der Kostensicht betrachtet jetzt, ja? Was soll ein Trojaner kosten? Ich sehe da wirklich was Gutes, Entschuldige, noch dahinter, ja? Weil unser Hauptproblem in unserem Kundenkreis ist, dass keine Patches eingespielt werden. Die brauchen teilweise 2 Jahre, bis sie ein Update installieren. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass die Leute anfangen, ein bisschen früher abzudaten und zu patchen. Also die Hoffnung habe ich leider Gottes mit WannaCry begraben. Ja. Das mit dem Update einspielen ist ja ein eigenes Problem. Frage? Ich habe so den, also meine Frage spielt auch auf das Thema ab, nämlich, da wird es ja nicht nur teurer, sondern es ist ein technischer Experte oder eine technische Expertin, braucht sich ja nur Wireshark installieren und kann überprüfen, welche Datenpakete von seinem eigenen System rausgehen. Wie will man das vermeiden? Weil da hilft auch kein... Vielleicht noch ganz eine spannende Geschichte. Also erstens einmal, natürlich kann ich Dinge überwachen, die passieren. Du hast gesagt, die Überwachungs- oder die Antiviren- oder Anti-Malware-Technologie wird immer besser. Spannende Frage, die sich dadurch ergibt, ist, naja, was ist, wenn der Überwachte bemerkt, dass er überwacht wird? Ja gut, das ist ganz einfach so, wenn ich das Telefon abhöre und ich würde also der Überwachte wieder dasselbe feststellen. Genau. Irgendwann würde ich dann also entweder Blödsinn schwafeln oder auf ein anderes Kommunikationsmittel stellen. Oder Falschinformationen an die Strafverfolger weitergeben. Blödsinn reden. Was auch immer, ne? Genau. Weil damit kann ich natürlich das ad absurdum führen und die Wirklichkeit ja auch auf eine falsche Fährte lenken. Wo? Wenn wir schon beim Vertrauen sind, sehe ich ja noch die Thematik, entweder davon aus, die Guten sind die Guten, aber jetzt habe ich irgendwann mal gelesen, dass es auch Staatsdiener gab, die Dinge gemacht haben, die nicht so ganz sauber waren. Nein! One failure, sozusagen. Aber ich sehe jetzt noch die Problematik auf uns zukommen. Wenn ich jetzt so einen Exploit hätte, der in einem Trojaner genutzt wird, egal wie jetzt die Hersteller mitspielen oder nicht, was mache ich denn? Wie verhindere ich denn das Bribing von dem öffentlichen Diener, der von diesem Geheimnis weiß und auf einmal macht es der Mafia auf oder irgendwelchen Ransomware-Herstellern und auf einmal ist ein Staatstrojaner draußen und 25 Organisationen nutzen das zur Erpressung? Was wäre denn klar? Also vielleicht ein Aspekt, der vielleicht eine tatsächlich basierte Geschichte war ja, dass ich weiß es nicht, ob das mitverfolgt wurde. Aber WannaCry hat ja einen Zero-Day-Exploit benutzt, der von einer staatlichen Behörde gesammelt wurde. Das war damals die NSA und der NSA ist ein Koffer quasi mit Zero-Day-Exploits abhanden gekommen. Warum auch immer. Und dummerweise hat dann diese Exploits jemand anderer verwendet, um Geld damit zu machen. Und das war ja quasi auch das, was wir vorher angesprochen haben. Also WannaCry hätte es nie gegeben, wenn die staatlichen Behörden diese Zero-Day-Exploits der Microsoft gemeldet hätten, weil die Microsoft hat dann auch Patches dafür geschrieben, nur sind die Leute dann auch zu langsam gewesen, die zu installieren. Also das ist das zweite Thema gewesen. Es gibt da das schöne Beispiel von Deutschland, wo der eine Polizeibeamte als, ich nenne es einmal Jux und Tollerei, seine Tochter überwacht hat, was die so macht auf ihrem PC. Die Tochter hat das mitgekriegt und hat dann mit ihren Freunden angefangen, das Spielchen umzudrehen, weil der kommuniziert natürlich und haben diesen Rückwärtskanal genutzt, um die Polizei zu hacken, was zum Stillstand des Systems schlussendlich geführt hat. Das ist gut dokumentiert online, kann jedem empfehlen, nur zu lesen. Das ist so ähnlich wie jetzt bei der Volkswagen. War das vielleicht auch noch eine Frage und ich stelle sie bewusst ein wenig provokant. Glauben wir, dass quasi die Sicherheitsbehörden aus den Zero-Day-Exploits und dem Wissen diese Überwachungssoftware selbst schreiben? Oder wie wird das passieren? Also ich glaube, jetzt ganz brutal gesprochen, wir haben eine Zweiklassengesellschaft punkto Zero-Day-Sammlungen, ja, oder Exploits, wie wir auch immer sagen wollen, und zwar Länder wie die USA, und das ist
oder China haben sicherlich eines der größten Arsenale und ich glaube nicht damit, dass Österreich jetzt hier in so einem Spiel großartig mitspielen kann, geschweige denn sich das leisten kann. Ich will jetzt nicht Österreich schlecht reden, aber die Expertise ist jetzt natürlich nicht so stark gegeben, ja, wie in anderen Ländern, das allein schon aus ressourcentechnischen Gesichtspunkt zu betrachten. Das heißt also für mich, dass also wenn es so einen Bundestrainer gibt, dass dieser wahrscheinlich oder ziemlich sicher zugekauft wird, dass er keine Eigenentwicklung ist und das wird eine von den gängigen Unternehmen sein, die es da auf dem Markt gibt. Ja. Bekannteste war Kingfisher, die unter anderem auch gehackt worden sind 2014, wo auch deren Schadsoftware unter Anführungszeichen oder Bundestrojaner entfleucht ist. Aber es wird wahrscheinlich einer dieser Hersteller sein oder ein israelisches Unternehmen, das eine Eigenentwicklung macht, ein Startup, was auch immer. Anzunehmen, dass es in Deutschland ist, so ein Unternehmen, dann ist wenigstens die Benutzerung. Vielleicht, um das fertig zu spinnen, ich komme hier zu dir. Also in Deutschland hat man sich laut Medienberichten für Finspy von Finfisher entschieden, als den deutschen Bundestrojaner. Was vielleicht auch eine spannende Geschichte ist, ist, dass diese Software, weil man kann sie ja kaufen, von Regierungen im arabischen Frühling und in der Türkei gegen die eigenen Leute eingesetzt worden ist. Also Gott sei Dank haben wir jetzt wahrscheinlich in Österreich diese Verhältnisse nicht, aber es ist durchaus möglich, solche Technologie natürlich auch zu verwenden, um quasi Regimekritiker, wie auch immer, halt auch zu verfolgen. Also die Technologie ist die gleiche. Zwischenfrage von dir. Ehemalige Innenminister Sobotka und der ehemalige Verteidigungsminister Postzin waren letztes Jahr beide über eine Woche in Israel und haben auch, und das haben wir auch öffentlich gesagt, bereits Verträge abgeschlossen. Also, warum das jetzt so durchgewunken wird, weil wir haben ja schon Geld dafür ausgegeben. Das heißt, der österreichische Staat gibt bereits Steuergelder aus, um Silotest zu kaufen, anstatt diese fixen zu lassen. Also ich glaube nicht, dass er Zero-Days gekauft hat, sondern er hat fertige Software gekauft. Und das, was der Christian gesagt hat, war ja relativ deutlich. Also die Zero-Days kosten ja einen Haufen Geld und die Software ist ja auch keine billige. Und die beiden Dinge haben beides Kosten. Die Basisinfrastruktur als Startgeld ausgegeben. Das sind die virtuellen Abfangjäger. Ja, ich gebe für Flugzeuge auch Geld aus. Wir haben jetzt da relativ viel über Schadsoftware und über die Löcher gehört. Wenn ich so eine Schadsoftware auf einem PC installiere, könnte es da nicht sein, dass die außerdem, wofür sie geplant wurde, nämlich die Überwachung abzuhören, vielleicht auch auf dem Gerät irgendwas beschädigt. Frag mal euch beide, ob ihr eine Meinung dazu habt. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, ich meine, die Antwort kam aus dem Publikum, es ist Software. Es ist eine Software, die nicht unbedingt sozusagen gemacht wurde, um alltägliche Dinge zu tun. Und die könnte man durchaus vorstellen, wenn man solche Software auf irgendwelche Geräte drauf installiert, dass da Dinge passieren können, die vielleicht nicht ganz geplant waren. Das heißt, die Fragestellung ist, wer haftet eigentlich, wenn da was schief geht? Also bei einem Privaten ist ja der Schaden vielleicht noch relativ gering, aber wenn das in einem Unternehmen passiert, wo wirtschaftliche Interessen dran hängen und die IT-Infrastruktur wird dort gestört, ich frage einmal unsere Juristin im Pendel, ob es da Ideen gibt dazu. Ich meine, in dem neuen Entwurf ist auch festgehalten worden, dass bei der Überwachung von verschlüsselten Nachrichten eben für Vermögensnachteile der Stadt haftet. Mhm. Da befinden wir uns gleich in dem Haftungsgesetz. Nur natürlich bei jeder Schadenersatzklage muss eine gewisse Kausalität vorhanden sein. Und in dem Zusammenhang stelle ich mir wiederum die Frage, wie kann ich als potenziell Betroffener eben diese kausale Zusammenhang herstellen, ob diese Schadsoftware tatsächlich zu diesen Schaden geführt hat. Nachweis vor allem, ne? Ja, dass das ich für diese
Ja, und inwiefern hätte es, ich meine, ja, es ist schon und gut, dass rechtlich der Gesetzgeber vorschreibt, ja, der gerichtliche Weg ist offen, nur ob, wie das in der Praxis ausschauen wird, ob ich tatsächlich das belegen kann als Betroffener, das ist natürlich, ja, das kann ich schwer beurteilen im Moment. Also man installiert Schadsoftware, das Unternehmen geht plötzlich offline und ja, man tapst dann quasi langsam davon und sagt, ich war es nicht. Naja, vor allem, wenn das passiert in dem Moment, ja, die ganzen Informationspflichten, die als Betroffene erhalte, kommen erst nach der Beendigung dieser Ermittlungsmaßnahmen. Wenn das mit drinnen geschieht, wie kann ich jetzt feststellen, erstens, dass so ein Trojaner eingesetzt wurde, noch dazu, wie kann ich belegen, dass dieser Trojaner die Ursache dafür war? Also kurze Frage hier. Die wesentlich interessante Frage, die du gestellt hast, ist so, ja, die können wir nachher behandeln. Die wesentlich interessantere Frage ist, das, was Sie auch schon vor allem zu Beginn gesagt haben, nämlich diese legale Grauzone. Ja. Wie belege ich im Einsatz, mit, wenn ich jetzt so einen Bundestrojaner habe, die Zero-Day ausnutze, die Kommunikation mitschneide, wie belege ich jetzt, dass die Kommunikation, die ich mitgeschnitten habe, auch wirklich die Kommunikation ist, die stattgefunden hat? Und wie belege ich als Strafverfolgungsbehörde, dass ich das jetzt nicht zusammengefegt habe? Also da sage ich jetzt mal, beim amerikanischen Militär ist es zum Beispiel so, dass Rechtsanwälte bei den kämpfenden Truppen dabei sind, die also die Angriffsbefehle rechtlich überprüfen, ob die okay sind. Es geht natürlich auch schief, keine Frage, aber wahrscheinlich wird man sich so ein ähnliches Modell in der Strafverfolgungsbehörde... In Österreich. Man muss sich irgendwas überlegt haben. Ich sage es mal ganz ehrlich, weil sonst bringt man es, glaube ich, nicht durch. Ja? Also ich sage, irgendwas wird man sich da überlegt haben. Aber... Ja? Gut, haltet das vor dem Gericht? Halt. Die Frage stellen, glaube ich, ist aber auch eine, die du früher stellen hättest können, weil... Du sagst am Ende. Naja, wir sind doch lange nicht am Ende. Ich meinte, als es die digitale Technologie noch nicht gab, die Fragestellung ist, wenn ich mich ins Telefonamt setze und dort eine Kommunikation mitschneide, muss ich das auch irgendwie nachweisen. Nein, da gibt es in Deutschland einen sehr, sehr schönen Fall mit Callcenter, die sich, sobald du das Callcenter einmal Ja sagt, schneiden sie dein Ja digital dort rein, wo sie die Frage gar nicht gestellt haben. Aber auch das konntest du vor der digitalen Welt mit Magnetbildern mit entsprechendem Aufwand auch machen. Aber das war technisch nachweisbar, das Zusammenschneiden. Gut. Das Digitale wird schwieriger. Schwieriger, aber auch trotzdem. So, da hinten hatten wir eine. Also zum Kommentar von israelischer Software, die verkaufen weltweit übrigens nicht nur in Österreich, ganz legal auch. Und dann diese Firmen, die auch Exploits kaufen. Ich finde, das ist genauso wie diese Steuerloch-Dinge, dass eigentlich illegale Dinge betrieben werden, einerseits. Und mit unseren Daten gibt es so quasi eine Konkurrenz. Wer zahlt mehr, wer kann es besser spionieren. Naja, offiziell. Das sind die Regierungen, das sind die Firmen und das sind die Spionagen und das sind. Also, das Unternehmen, das die Schwachstellen alle aufkauft, ja. Ich glaube, das existiert 3-4 Jahre, dann ändert es den Namen und taucht unter neuen Namen wieder auf. Vorher hat das Unternehmen Wubang geheißen. Ja. Jetzt heißt es eben, Sirodium. Ja. Also, es verändert einfach den Namen. Ja, weil irgendwann der Ruf eigentlich auch schon ruiniert ist, weil es klar ist, ja, was das Unternehmen macht. Ja. Gut. Hatten wir noch irgendeine Frage? Ich glaube, es war irgendwas. Ja, du hattest eine Frage gehabt, die wir noch nicht beantwortet. Ja. Gut, machen wir das noch. Fertig. Also bitte, wenn jetzt solche Löcher offen bleiben, ja, und die kommen in so illegale Hände, was ja auch möglich ist. Ich meine jetzt illegale Hände, die sozusagen viel mehr damit machen wollen, ganze Systeme lahmlegen könnten unter Umständen. Ja? Das ist ja extrem gefährlich, finde ich. Ja, ist es. Ja, und der Staat beteiligt sich daran. Ja, das ist es. Genau das ist ja der Punkt. Gut. So. Eine noch, dann. Ein kleines Beispiel.
gibt so eine Lücke und die wird von jemandem ausgelöst und der spielt auf mein Handy Kinderpornobild. Wie kann ich nachweisen, dass das nicht von mir ist? Andersrum, wie kann ich dann aufgrund dessen verurteilt werden, wenn nicht sichergestellt ist, dass es von mir ist? Schwierig. Das führt bei der manipulierten Kommunikationsaufzeichnung, also vorhin angesprochen. Gut. Ja. Du wolltest noch was zur ursprünglichen Frage sagen. Ja. Die Frage, ja, diese Haftungsthematik, glaube ich, ja. das haben wir jetzt ein bisschen zu einfach weggewischt. Mhm. Ich glaube, da muss man zwei Szenarien entscheiden. Ja. Eine private Endperson, die überwacht wird, oder jemand, der in einer Firma sitzt und in der Firma als Arbeitgeber dort, nehmen wir mal, Opfer einer Überwachung wird. Ja. Und das sind auch unterschiedliche rechtliche Rahmen unter Umständen, weil eine Firma ist ja auch verpflichtet, wenn sie feststellt, nehmen wir jetzt an die Datenschutzgrundverordnung, da ist eine Schadsoftware im Spiel, das ist für mich so eine Breach Notification, da ist ein Standardprozess, also eine Meldung zu erfolgen. Ja. Die Frage ist, wie spielt das alles dann zusammen? Ja? Wenn ich jetzt ein Unternehmen vertrete, eben für das ich arbeite, also für mich wäre das natürlich der Super-GAU, ja, wenn mir eine Schwachstelle geöffnet wird, die dann vielleicht unter Umständen von jemand anderem genutzt wird. Deswegen glaube ich auch, dass ich diese Angriffsvariante eigentlich immer nur gegen Einzelne richten kann, beziehungsweise, es wird zwar von kriminellen Organisationen gesprochen, aber ich glaube aber nicht, dass man sich die an einem Punkt als Unternehmen zusammenrotten, aber man kann sich ja auch irren, ich habe keine Ahnung. Ja, aber die Fragestellung, die dort schon auch wäre, ist, was ist, wenn eine Einzelperson in das Visier kommt, die zufälligerweise gerade in deinem Unternehmen arbeitet? Schwierig. Ja, und jetzt stellen wir vor, wie gesagt, das ist im Bankenumfeld, wir sind beide im Bankenumfeld unterwegs, nehmen wir einmal an, es kommt ein Mitarbeiter ins Visier der Behörden, der irgendwo im Bankenumfeld unterwegs ist und du hast also Schadsoftware auf Geräten drauf, die er quasi ins in die Firma mitbringt und stellen wir uns vor, das geht irgendwie schief. Die Bank merkt, dass die Software mit der Außenwelt kommuniziert, kommt drauf, und macht dann nach Datenschutzgrundverordnung eine Meldung. Das ist ja noch der gute. Also solche Szenarien noch der gute. Im Vorfeld der Diskussion habe ich sehr wohl diese Szenarien, haben wir auch, glaube ich, jeder einmal kurz angedacht, was das bedeutet. Ja. Aber das wäre ja noch der gute Fall. Da wird die Behörde sagen, passt schon. Aber jetzt haben wir hier irgendwelche Lücken ausgenutzt, vielleicht sogar etwas zusätzlich aufgemacht, ja, und dann passiert was. Ja. Also ich glaube, das Szenario ist nicht ganz zu unterschätzen, weil ich habe vorher auch gesagt, wenn ein Privater halt seine Daten auf seinem PC verliert, ja, ich meine, ist auch schlimm, aber ich nehme mal an, wenn das in einem Unternehmen passiert und das vielleicht sogar quasi im Betrieb sozusagen gestört wird, was immer das für ein Unternehmen ist, dann kann ja dort erheblicher Schaden entstehen. Ich glaube, einfach. Naja, finanzieller. Wenn der Einzelmann, dem das passiert, der hat kein finanzielles, aber ein anderes Problem. Ja. Das darfst du nicht unterbewerten. Aber er hat das nicht unter, aber ich sage jetzt einmal im Sinne der Risikobewertung, heute ist sozusagen den Einsatz so einer Software von der Höhe des Schadens, die eintreten kann, für relativ hoch. Ich meine, das sind mehrstufige Schäden, die da entstehen. Als erstes einmal, ich frage mich schon, der Image-Schaden, wenn bekannt wird, dass ein Mitarbeiter in einem Unternehmen so überwacht wird. Das hat ja auch eine Auswirkung auf das Image der Firma unter Umständen. Ja. Das ist der erste Schaden, der eintritt. Ja. Das ist ja nicht der technische Schaden, dass da irgendwelche Daten, Informationen, ja. Einfach die Tatsache, dass das passiert, ist ja schon ein Anlass. Ja. Nein, ich gehe immer davon aus, dass dieser Bundestrainer gut gemacht ist, ja, damit die Softwareentwicklung gut ist, ja, dass auch die sehr raffiniert gemacht ist, der Angriff, wie man hineinkommt und so. Und dann sage ich, wird es sehr schwierig sein, nachzuweisen auf dieser Maschine, dass jemand von außen das verursacht hat. Es muss ein Artefakt gefunden werden. Jetzt sage ich zum Beispiel, wenn das schlau gemacht ist, dann läuft das Ding vielleicht sogar nur in Speicher, solange bis der Rechner ausgeschaltet ist. Oder das Gerät, ja, dann habe ich sehr schwer, was ich verwertbar einmal auswerten könnte, geschweige denn, ich müsste mal wissen, nach was ich denn überhaupt suche. Das kommt ja auch noch dazu. Das wird nicht so einfach sein, glaube ich, ja, dass man da drauf kommt, dass jetzt wirklich dieser Bundestrojaner an dem schuld ist. Wie gesagt, vorausgesetzt, es ist gut gemacht. Andere Fragestellung, die ich jetzt hätte, ist, ich meine, der Bundestrojaner wird ja zugekauft. Hätte ich nicht als Unternehmen, das vielleicht ausreichend über finanzielle Mittel verfügt, auch die Chance, die gleiche Software zu kaufen? Und als Privater?
um Industriespionage zu betreiben? Es gibt ja keine Nation States, die das schon tun. Wenn ich, wie ich erst bei Microsoft tätig war, da greife ich jetzt ein bisschen vor, haben wir eigentlich bei den Angreifern hauptsächlich den Nation States und dann an kriminelle Organisationen immer dazu gesagt, und kriminelle Organisationen durchaus, wieso nicht, wenn genügend Kohle da ist. Wer hat mehr Geld, kriminelle Organisationen oder der Staat? Gut, wir hören hier auf. Das kann man ja sagen. Die Digitalisierung findet überall statt, auch in diesen Organisationen. Ja. Und die sind ganz innovativ. Ja. Eine andere Frage, die sich mir stellt, ist, nehmen wir mal an, es wäre nicht der NSA diese Sicherheitslücken damals abhanden gekommen, sondern irgendjemand anderen. Nehmen wir an, ein Hersteller einer solchen Software oder diese Software, so wie du gesagt hast, der wird gehackt und die ist plötzlich frei verfügbar. Man braucht gar keine Millionen mehr dafür, sondern sie ist irgendwie... Es ist nicht nur einmal passiert, sondern zwei große Fälle gab es. Schon das deutsche Unternehmen, wie vorhin erwähnt, und dann gab es ja das Italian Hacking Team, das da auch also sehr populär und sehr bekannt war, die eigentlich genau dafür auch Software hergestellt haben, sprich für Polizei und Strafbehörden, und deren Software ist quasi entfleucht. Man kann das nachlesen, und vor allem etwas ist, diese Software setzt eine Infrastruktur voraus, dass sie kommuniziert. Das heißt, sie möchte ihre Spuren verschleiern. Und die Infrastruktur, die man damals aufgebaut hat, war für diese Spionagesoftware, war dann nicht nur auf einmal eben für staatliche Behörden da, sondern es konnten dann alle, die den Source Code gehabt haben von diesem, sage ich jetzt mal, Schadsoftware, konnten die dann für sich verwenden, konnten die Infrastruktur, die das Italian Hacking Team aufgebaut hat, auch weiterhin verwenden, und man konnte sie nicht raushauen, weil es bulletproof, also kugelsicher aufgebaut war. Wer würde jetzt haften, wenn durch solche Software-Schäden entstehen? Wie wir gehört haben, unter Umständen die österreichische Regierung. Ja. Wenn man es beweisen kann. Wenn er belegen kann. Aber ja. wie ich schon am Anfang gesagt habe, einfach die Auswirkungen sind nicht abzusehen, was den Einsatz so einer Ermittlungsmaßnahme mit sich bringen würde. Ich meine, einerseits, ja, die Haftungsproblematik. Ein normales Unternehmen, sage ich jetzt unter Anführungsstrich, ja, die Meldepflicht und Datenschutzgrundverordnung. Ich meine, für einen Telekom-Anbieter, der zum Beispiel auch zusätzliche Netzintegritätssicherheiten, Pflichten zu erfüllen hat, noch Meldungen an die Regulierungsbehörde zu tätigen hat. Ich meine, ja, wie Sie schon gesagt haben, das könnte ja ein Super-GAU sein. Und es gibt ja solche, diese Unternehmen arbeiten ja mit Daten, und ein Vertrauen in diese Unternehmen ist einfach essentiell für ihr Geschäftsmodell. Und ja, das sind einfach Aspekte, die, glaube ich, nicht so noch durchdacht wurden und erst sich in der Praxis irgendwie teilweise, bedauerlicherweise vielleicht, ja, an dem Radar erscheinen werden. Also ich würde es fast vergleichen in der realen Welt mit der Entwicklung von Waffensystemen, vielleicht von biologischen Waffensystemen, weil ich glaube, dass das ganz gut vergleichbar ist. Wir reden ja hier auch von Viren, Trojanern, also Computerschadsoftware, und wenn ich jetzt sage, okay, ein Labor entwickelt Waffensysteme und die gehen dort verloren, dann kann in der realen Welt ziemlich Schlimmes passieren. Und ich glaube, das ist durchaus ein plausibler Vergleich, den man da ziehen kann. Absolut. Es ist, ich denke mal, ein Atomreaktor. Aber nochmal, ich glaube einfach, dass man nicht in die Breite gehen kann. Ja. Damit das eben, ich glaube, dass so ein Trojaner immer nur eine Version dieses Trojaners immer nur eine beliebige, sage ich mal, Anzahl nur eingesetzt werden kann. Ja. Davon gehe ich einfach aus. Ja, ja, aber das macht es ja nicht besser. Wenn ich jetzt ärgere, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter in einem Unternehmen betroffen ist, und nehmen wir an, es ist eine Bank, und jetzt wird der Mitarbeiter in der Bank, und es soll ja schon zur Irrtümung gekommen sein, dass man die falschen strafrechtlich verfolgt hat, aber nehmen wir an, das wäre richtig okay, dass man hat den falschen Meinung, der Wichter ist in der Bank, und die Bank ist eine Woche lang offline. Wir wissen alle, dass eine Bank, die eine Woche lang offline ist, einen Kurs geben kann. Ach, bis auf die Bank aus, oder? Ich sage komplett offline. Also, dann ist sie tot.
Ja, da will ich jetzt aber schon sagen, ist, Vorsicht, ja, manchmal muss man schon auch die Kuh im Dorf lassen. Ja. Backup sollte es ja doch geben. Wir wissen beide von einem Fall, von einem Backup, wo Dinge gebackupt wurden, wo man halt leider nicht mehr wieder dazu Restore funktioniert. Ich würde gerne für jedes Backup, wo ein Restore nicht getestet wurde, an Euro, ich wäre nicht mehr. Ja, aber ich hoffe nicht, dass das die Regel ist, ja, weil das ein Einzelfall ist. Ja. Ich weiß, es ist. Ja. Aus meiner Sicht haben wir, glaube ich, den Bogen relativ gut gespannt. Ich würde vielleicht alle noch mal bitten, ganz kurz Ihre Sicht der Dinge im Podium zusammenzufassen und fangen wir bei der Frau Taranova an. Ja, wie ich schon anfänglich gesagt habe, wir als Verband sehen trotz gewisse Verbesserungen in dem neuen Entwurf dieser Ermittlungsmaßnahme nach wie vor als sehr problematisch, weil, ja, wie wir schon, einerseits es wird für den Staat teuer, andererseits es schafft einfach, es untergräbt gewisse Sicherheitsstandards, die wir, die Firmen sich bemühen, einfach aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Es unterläuft das Vertrauen in Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass sie sichere Produkte ihren Kunden zur Verfügung stellen. Und die langfristigen Auswirkungen so einer Ermittlungsmaßnahme sind wirklich schwer einzuschätzen, indem, wie wir schon besprochen haben, gewisse Szenarien gibt, die wir wahrscheinlich erst nachträglich als problematisch sehen werden. Und wir als Verband sind und waren immer bereit, bei solchen Begutachtungen mitzuwirken und bei solchen Gesetzentwürfen einfach mitzuwirken und unseren Standpunkt zu vertreten. Und wir sehen es als sehr bedauerlich jetzt, dass das Gesetz einfach ohne weitere Begutachtung praktisch vom Nationalrat jetzt behandelt wird. Und im Endeffekt, ja, man muss sich einfach darauf verlassen, dass in dem neuen Entwurf ist jetzt eine, nach 5 Jahren eine Revaluierung vorgesehen. Und unter Umständen werden wir hoffentlich als Stakeholder einfach die Möglichkeit haben, uns in diesem Verfahren dann einzubringen und dass wir wieder Gehör bekommen bei der Regierung. Das ist unsere Hoffnung. Dankeschön. Christian? Ja, wenn ich dann noch was sagen kann, und ich hoffe, dass die Erfolge, die man sich wünscht, dass die auch so kommen. Ja. Das wird man dann auch sehen, weil ich glaube einfach, es ist ein hoher finanzieller Aufwand, den man ja greifen muss. Technisch ist es möglich. Ich verstehe den Wunsch von den Strafverfolgungsbehörden, warum man das machen möchte. Ich sehe aber auch Risiken ganz einfach dahinter. Wir haben heute etliche Themen davon angesprochen. Schauen wir einfach, was in den nächsten Jahren passiert und was auf uns zukommt. Ja. Ich möchte nicht einfach nur zuschauen. Ich glaube, wir müssen schon aktiv da bleiben und zuschauen. Ich finde es genauso traurig, dass der Dialog da eigentlich nicht stattgefunden hat. Das ist ein Problem, das uns alle betrifft. Ja, auch wenn man sagt, das sind nur ganz einzelne Personen und die will man scharf stellen. Aber im Endeffekt betrifft es uns alle. Und ich glaube, dieser Dialog wäre extrem wertvoll. Ja. Gewesen, weil es gibt Alternativen und es gibt Begleitmaßnahmen, die wir alle brauchen, angefangen von Bildungsinitiativen, dass Bewusstsein gestärkt wird, Sicherheitsbewusstsein und so weiter, die eine wesentlich breitere Wirksamkeit haben als so Einzelmaßnahmen. Ja. Und ich hoffe, dass der Dialog trotzdem noch aufgegriffen wird, weil wir ergreifen sehr wohl Maßnahmen, dass unsere Systeme kontinuierlich sicherer werden, also wir werden da massiv in diese Bereiche investieren und das werden alle anderen auch machen. Ja. Weil wir brauchen das Vertrauen in die Technologie. Ja. Und in dem Sinn hoffe ich, dass viele sich diesem Dialog anschließen, ein Auge drauf werfen, was sich hier entwickelt, weil im Endeffekt betrifft es uns direkt. Ja. Das, was ich halt hoffe, was nicht passiert, weil wir wollen jetzt in der fernen Zukunft, sage ich mal, dass es rechtliche Zwang gibt auf Hersteller von Software, von Hardware, irgendwann Backdoors einzubauen. Ja. Gut, vielleicht. Aber auch damit erwische ich immer noch die Dummen. Vielleicht ganz kurz abschließend. Und dann machen wir es auf und diskutieren wir weiter sozusagen in der großen Runde. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass der Staat darauf schaut, dass die digitale Infrastruktur sicher
beachtet wird, weil wir handeln unser gesellschaftliches Problem ein, wenn die Infrastruktur, auf die wir unsere Gesellschaft aufstellen, unsicher ist. Weil in Wirklichkeit ist unser komplettes Leben mittlerweile digital und wenn irgendwas da sozusagen außer Kontrolle gerät, und ich vergleiche es noch einmal mit biologischen Waffen, die man entwickelt, wenn die außer Kontrolle geraten, dann kann da draußen ein Riesenunheil passieren. Und das ist da auch so ähnlich, weil in Wirklichkeit, wir haben das Fundament, auf dem wir unsere Gesellschaft bauen, ist mittlerweile die Technologie. Wir verwenden die Technologie für alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Wenn die Technologie nicht mehr funktioniert, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Und der Staat arbeitet aus meiner Sicht gerade daran, dieses Fundament mit dem Presslufthammer abzubauen. Und ich freue mich, dass wir in Wirklichkeit hier auf der Bühne unterschiedlichste Stakeholder sitzen haben, aus Unternehmen, von den Internetprovidern, IT-Hersteller, die im Grunde genommen alle der Meinung sind, dass das jetzt nicht ganz so schlau ist, was wir da machen. Und vielleicht ist es auch in vielen Bereichen auch Aufklärungsbedarf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, in allen Konsequenzen sie diese Dinge, die wir heute jetzt über einige Zeit diskutiert haben, schon durchüberlegt haben und dass jeder Nationalratsabgeordnete, der dann für das Gesetz stimmen wird, sich so ein bisschen auch nur mit der Materie beschäftigt hat, welche Box der Pandora man mit diesen Gesetzen eigentlich auch öffnet. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam bestrebt sein und versuchen auch zusammenzuarbeiten, auch Privatinitiativen, die Industrie, die Hersteller, die Unternehmen, die es in Wirklichkeit alle gleich trifft, an dem Thema zu arbeiten und da die Awareness zu schaffen und zu sagen, ja, wir verstehen, warum es das braucht, ja, es ist nachvollziehbar, aber es ist trotzdem keine gescheite Idee. Also ich glaube, um das Thema geht es. Und auch wir haben es am Anfang besprochen, gibt es nicht andere Mittel, zum gleichen Zweck zu kommen. Weil ich meine, wenn ich ein paar Millionen Euro investiere, um eine Software auf einem PC draufzukriegen, kann ich ganz, ganz viele andere Dinge wahrscheinlich auch tun. Und diese anderen Dinge führen vielleicht auch zum Ziel. Also ohne sozusagen das Fundament der Gesellschaft, auf die wir sozusagen angewiesen sind, abzutragen. Und das, glaube ich, müsste die Diskussion sein. Vielleicht öffnen wir jetzt für quasi breite Diskussion und Fragen. Und, ich wollte was sagen zu dem, ich habe von Herrn Leitenmüller was gehört, da kam so ein Wort, das hieß Image. Ein ja. Anderer hat das Wort Vertrauen verwendet, sieht etwas, das damit es eine passt, in den Topf Redlichkeit dazu. Dann, wir leben in einer Zeit, wo diese 30 breite Begriffe überhaupt nichts mehr wert sind. Mhm. Es nimmt einer großen Firma niemand ab, dass sie um ihr Image wirklich redlich bemüht ist. Das bedarf ich niemand mehr. Und wenn man sich anschaut, was Regierungen tun, die verscherbeln die Kriegs, das Kriegsmaterial in die Kriegsgebiete, reden nicht drüber und hinten fliegt es auf, macht aber eh nichts. Ja? Auch die Exekutive ist von wegen redlich und wird die überhaupt überwacht, was die tun? Ich habe nichts gehört davon heute. Wer kontrolliert das, was die tun? Also Vertrauen und Gesellschaft, die Krise ist groß in meinen Augen. Wobei also diese Vertrauenskrise ja was ist, was man auch in Statistiken sieht. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist, das Vertrauen in Politiker ist so niedrig wie, glaube ich, überhaupt noch nie. Spannend ist aber, dass man dem Staat vertraut. Also diese Diskrepanz habe ich noch nicht herstellen können. Keine Ahnung, ja. Also diese Dinge sind spannend. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, und das ist was wir, glaube ich, alle miteinander vielleicht fördern können, ist selbst als Bürger auch kritisch zu sein und vielleicht die Bürger auch dazu zu bringen, halt gewisse Dinge zu hinterfragen und zu diskutieren. Mir gefällt ja auch manche Entwicklungen recht gut, wo man halt dann um die Meinungen der Bürger fragt, und dann nicht ganz zufrieden ist mit dem, was zurückkommt. Also das hat man ja in den letzten Tagen auch in der Presse ein bisschen gehört.
Ich möchte da kurz was anmerken, weil ich zufällig involviert war in einem so einem Fall. Es gibt da Vertrauenskrise auch in die Strafverfolgungsbehörde. Es hat so Fälle gegeben in anderen Ländern, wo Demonstrationen waren, Vorfälle, wo sich die Menge selbst organisiert hat über soziale Netzwerke und dann auch Justiz geübt hat. Ja? Und das ist natürlich das rote Tuch der Strafverfolgung oder der Polizei, dass die Bevölkerung mal anfängt, selbst da zu exekutieren. Ja? Und das ist die Gefahr, die wir auf der anderen Seite sehen. Ja? Da muss wieder eine Rückkehr zur normalen Strafverfolgung passieren. Ja? Und das ist eine Vertrauenssache. Wenn ich das Gefühl habe, ich gehe jetzt in ein soziales Netzwerk und schuldige jemanden, der weiß, und irgendwer lyncht den dann, ja? Und das geht 100-mal schneller und 100-mal sicherer, als die Polizei macht das, dann haben wir auch ein Problem. Ja? Also irgendwo müssen wir da zur Normalität wieder finden. Wobei, glaube ich, auch ganz spannend ist, das, glaube ich, ist bei dem Gesetz durchaus dabei, weil wir haben ja den Richtervorbehalt drinnen, dass eben bei solchen Maßnahmen es immer jemanden bräuchte, der drauf schaut, ob das quasi gerechtfertigt und in Ordnung ist. Also in dem Fall kann man sogar bei dem Gesetz sagen, dass das hier passiert. Das zweite Thema haben wir vorher diskutiert, wir wissen nicht genau, wie es dann quasi in der Durchführung ausschaut, weil das ist das zweite Thema. Schaut da jemand auf die Finger, dass da eh nichts passiert mit dieser Waffe, die man da einsetzt sozusagen. Also ich glaube, dass da ein bisschen in unserer Gesellschaft momentan auch die Idee, du hast das jetzt gerade genannt, dass die Leute auf der Straße sozusagen Selbstjustiz betreiben, das ist natürlich nicht gescheit, aber manchmal hat man auch das Gefühl von der staatlichen Seite, dass man sagt, naja, wir werden keinen Richter brauchen, es geht auch ohne. Also das ist vielleicht ein bisschen die Entwicklung auf der anderen Seite, und Vertrauen kann man natürlich auch durch Transparenz und Kontrolle schaffen, und ich glaube, das ist in Wirklichkeit die einzige Möglichkeit, das zu tun. Ich meine, wenn ich dazu was sagen kann, zur Transparenz: in dem neuen Entwurf ist eine Berichtenpflicht vorgesehen an die Datenschutzbehörde, wenn ich mich nicht täusche, ja, am Nationalrat, das ist neu dazu gekommen. Mhm. Es gibt auch höhere Hürden, wenn man beispielsweise Anwälte oder Journalisten überwachen würde. Das ist auch im neuen Gesetz enthalten. Daher, ja, wie ich schon sagte, es gibt gewisse Verbesserungen, aber das ändert jetzt nichts an dem Grundkonzept. Papier ist Geduld. Aber ich möchte nochmal, auch wenn man die Sichtweise eines Polizisten, also einem Pfander betrachtet, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, jetzt aus dem seiner Sicht können die bösen Jungs, ja, alles Mögliche anstellen, ja, können die neuesten Technologien verwenden, und er sitzt davor und kann eigentlich gar nichts machen. Das ist die, das ist die Sicht aus einem Fahnder, ja, genau. Das ist so eine blöde Situation. Wo wir gerade sind. Das Wort? Gut, ich glaube, da braucht jemand dringend das Wort. Ja, genau. Er platzt. Ich widerspreche auf das auch wieder mal fürchterlich, weil Sie haben ganz am Anfang beim Einfangsdenken auch wieder die Terrorgefahr beschworen, das ist ja auch immer, da kann man so wunderbar Angst machen. Terror, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die ganzen Terroristen, zumindest in Europa, die letzten Attentate verübt haben, haben alle unverschlüsselt kommuniziert, über SMS, sonst irgendwas. Also, da sind wir weit weg von den bösen Terroristen, die hier über verschlüsselte Kanäle wie Threema oder sonst was kommunizieren, abgesehen davon, dass man dann... Die waren alle bekannt und die waren schon... Dann haben wir jetzt eine Polizei, die Protokolle für ihre EGIS-Abfragen und sonst was auf 2 Jahre reduziert. Ja. Wir haben gleichzeitig eine Landesverteidigung im immerwährend neutralen Österreich immer noch, die sich einerseits die Infrastruktur für einen Bundestrojaner leistet, auch wenn sie sich jetzt vielleicht noch keine Zero-Disk gekauft hat, und gleichzeitig die beauftragt ist, die Cyber-Infrastruktur Österreichs, Originalzitat, ich verwende das Wort sonst nicht, zu schützen. Auch diese Diskrepanz wird auch in der Öffentlichkeit und durch die Presse in keinster Weise hinterfragt, was da eigentlich abgeht, und dass der ehemalige Verteidigungsminister Doskozil auch von Angriffsfantasien hatte, dass man also bei einem Cyberangriff, was immer das auch ist, dann auch zurückschaut. Da wird's, also, und auch da wieder so null Echo, ja, kein Aufschrei. Also in den 70er Jahren werden so ein Politiker. Gut, da will ich aber kurz. Eine konkrete Frage an den Harald. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Kaspersky gesagt hat, er würde einen Bundestrojaner in seiner Antivirensoftware nicht verbergen, also er würde den quasi bekannt machen.
Vom McAfee habe ich jetzt noch nichts gehört, ich glaube, der liegt wieder irgendwo am Strand und trinkt. Bei Microsoft jetzt, weil es jetzt hinten gibt es jetzt so die Ansätze, jetzt ein bisschen mehr vor mehr, also vor so Scareware und so weiter zu warnen. Gibt es von der Microsoft schon irgendein Statement zu dieser? Also ich habe jetzt kein offizielles Statement, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das genauso melden. Also da gibt es keine Ausnahmen oder Blacklist oder Whitelists oder was immer, das kann man nicht vorstellen. Ja. Das ich wollte auch noch darauf antworten, wie Sie das jetzt beschrieben haben, und ich höre das auch mal wieder von der Polizei, dass Sie sagen, die dürfen alles, wir dürfen das nicht. Aber ich verstehe schon nicht ganz, was da die Annahme ist, die dahinter steht, dass man alles lesen können sollte oder dürfte. Also es ist doch irgendwie der Normalzustand in einem demokratischen Nicht-Polizei, dass die Polizei nicht alles weiß, nicht alles wissen kann. Dass sie zum Beispiel, wenn ich weiß nicht, sich früher Leute bei jemandem zu Hause getroffen hätten oder immer noch tun, die kann nicht einfach zu jemandem nach Hause gehen und sich dazusetzen. Das ist einfach nicht so. Die Polizei kann auch nicht einfach Fragebücher lesen und kann auch nicht einfach Briefe aufmachen noch. Wo ich mir denke, warum, woher kommt das Gefühl, sie müsste eigentlich auf alles zugreifen können? Vielleicht tun wir nicht. Vielleicht, wenn wir zurückgehen auf das besprochene Gesetz. Also in dem Fall ist es ja so, dass ich einen Verdacht brauche und ich muss sozusagen als Strafverfolgungsbehörde auch eine zweite sozusagen Instanz überzeugen, dass es diesen Verdacht gibt. Und ich sage jetzt einmal, das ist in jedem rechtsstaatlich geführten Staat so, dass man sagt, also wenn es einen Verdacht gibt, wenn das schwer genug ist, dann darf es auch Eingriffe in die Grundrechte geben. Das heißt, ich kann auch Briefe aufmachen, wenn ich den Verdacht habe, dass sich da eine Abredung zu... Egal, ja? Also das geht nicht nur... Also das ist ja soweit okay, ja? Natürlich ist es soweit okay, weil wenn ich sage, okay, es gibt strafbare Handlungen, die sind schwer genug und es ist im Interesse der Allgemeinheit, diese bösen Buben zu erwischen, ist das okay, ja? Also ich kann nicht sagen, es ist grundsätzlich nicht okay. Der Diskurs müsste geführt werden. Ja, aber genau, dort geht es darum, ist es die einzige Möglichkeit sozusagen, denjenigen so zu kriegen. Weil ich muss das gelindeste Mittel einsetzen, damit ich den bekommen kann. Aber dass es grundsätzlich in Ordnung ist, das war quasi auch schon in der analogen Welt. Mein Problem ist die Richtung der Argumentation. Es ist nicht, also sozusagen, eigentlich müsste Eingriffe in die Grundrechte die Polizei begründen, nicht andersrum. Es muss keinen Grund dafür geben, warum die Polizei nicht in private Kommunikation eingreifen kann. Das ist das Grundrecht, das wir haben. Ja. Das heißt, sie müsste nur begründen, warum sie eingreifen kann. Ja. Deswegen ist es kein Argument zu sagen, wir dürfen in das andere eingreifen, warum nicht eigentlich in alles. Das ist keine Begründung dafür. Das passt, ja. Dass da immer gebracht wird, das passt. Aus der falschen Richtung auch. Das passt, aber das, was ich den Richter verstanden habe und ich werde es mal gleich korrigieren, ist, wenn ich jetzt sage, okay, früher in der quasi prädigitalen Welt konnte ich mit einem Richter in die Wohnung hinein, die öffnen lassen, konnte ins Telefonamt gehen und mich dort zwischen die Relais klemmen und die Kommunikation mithören. Das kann ich jetzt nicht mehr. Außer in den Fällen, in denen man nicht konnte. Selbst konnte man auch nicht immer öffnen. Man konnte auch nicht immer alle Türen öffnen und man konnte nicht. Nein, aber ich konnte zu einem Richter gehen, ich konnte den davon überzeugen von meinem Case, der hat eine richterliche Verfügung gemacht und dann konnte ich. Es gibt auch heute Juristinnen, die eigentlich der Meinung sind, dass man auch, wenn man die Telekommunikation überwachen könnte, sie auch für verschlüsselt überwachen könnte, man kann nur nicht. Also man darf das System nicht anwenden, man dürfte eigentlich die Kommunikation überwachen, man darf nur nicht die Verschlüsselung brechen und man kann auch nicht. Aber man dürfte. Ja. Das ist das Gleiche wie zu sagen, es ist ein Safe, den dürften wir auch brechen, wir können es aber nicht. Ja, und der Unterschied, warum ich bin der Meinung, dein Vergleich hin, weil wenn du jetzt über den Rückbezug auf die analoge Welt nimmst, damals war Briefkommunikation damals. Noch viel häufiger als jetzt. Und damals sind wir auch ohne Brieföffnung ausgegangen. Warum steht jetzt in den Gesetzen, dass jetzt auf einmal mit richterlichem Vorbehalt etc. auf einmal auf Briefe zugegriffen werden? Ach, da war das die letzten... Und das andere Beispiel ist, das andere, was ich eigentlich sagen wollte, war, in der analogen Welt, das war halt aufwendig. Da musste man zum WLAN gehen, da musste man irgendwo einen Kasten aufmachen, musste man analog Kabel anstecken.
Das wird durch die Digitalisierung, um deinen Lieblingsbegriff zu verwenden, viel, viel einfacher und convenient. Es ist einfach ganz ehrlich, von dem, was wir heute gehört haben, das ist nicht convenient. Glaube ich auch. Nicht convenient. Ja. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob es darum geht, sozusagen, ich möchte als Ermittler alle Kommunikation mithören, weil da finde ich vielleicht was ich auch spannend finde. Ja. Das ist der eine Ansatz. Ja. Und der zweite Ansatz ist, wenn ich sage, okay, ich habe tatsächlich böse Jungs und ich kann das auch ganz gut begründen, und gegen die möchte ich was machen. Ja? Und ich glaube, wir müssen auch in unserer Argumentation ein wenig unterscheiden, liegt eine strafbare Handlung vor, gibt es einen begründeten Verdacht dazu und ist dann sozusagen etwas zu tun. Oder ist es Generalverdacht? Ist es Generalverdacht. Generalverdacht gibt es nicht. Ja? Ja, aber ich glaube, da, wo man sich hinfokussieren muss, ist das zu unterscheiden. Ich muss das einwerfen. Also ich komme aus einer Zeit, wo RAF-Terrorismus durchaus durch die Medien gegangen ist, waren wesentlich mehr Tote, als wir heute haben. Lassen wir das einmal. Ja? Wir gehen von einer Diskussion einer Bedrohungslage aus, wo das Innenministerium Zahlen publiziert, dass die Kriminalitätsrate sinkt, die Aufklärungsrate steigt und wir brauchen mehr, und jetzt verzeiht man das böse Wort, Überwachungsstaat. Ja, Alfons, da muss ich da ein bisschen widersprechen. Es steigt in einem Bereich, nämlich im Umfeld des Cybercrimes. Ja, und ich glaube, da zieht es hin. Also ich kann es nur mutmaßen, aber ich nehme stark an, da zieht das Ganze hin. Glaube ich nicht, weil da verursache ich ja noch mehr Probleme im Cybercrime. Ich mache das Tor so auf. Bisher habe ich gehabt eine Privatkommunikation und dann habe ich gesagt, okay, dann HTTPS-Tunnel und ich habe die vertraute A1 Telekom, wie auch immer, ja, und sage, die werden sie da nicht einhängen, dann kann man davon ausgehen, dass die Bank da drüben, die Bank Austria ist, oder die erste Bank oder was auch immer, das grüne Hacker als Normalverbraucher und kann darauf vertrauen, Telekom dazwischen ist sauber und ich kriege eine richtige Verbindung. Vielleicht. Jetzt könnte das unterlaufen werden. Ne? Vielleicht nur ganz kurz, ich glaube, dass wir in der Argumentation, wenn wir bestimmte Dinge sozusagen kritisieren, aufpassen müssen, ob wir vielleicht nicht auch wie die Polizei agieren. Ja? Das ist ja, ich tät gerne alles tun, weil das war ja super, wenn es kennt hat. Ja? Weil wenn wir sagen, grundsätzlich, wir sind gegen alles, dann fallen wir fast in die gleiche Kategorie wie die anderen, die sagen, wir wollen uns wollen. Ich bin nicht dagegen, dass man ausgebildete Kriminologen an die Grenzkontrolle stellt. Ich bin nicht dagegen, dass man unsere Polizei entsprechend technisch und auch ausbildungstechnisch, auch personalmäßig ausrüstet. Ich bin nicht dagegen, dass sie einen Hausdurchsuchungsbefehl haben, dass sie Abhörmaßnahmen, die sie heute schon treffen, für einen verhinderlichen Befehl tun können. Ich bin nur dagegen, dass die digitale Plattform, die Basis, wie du es genannt hast, das Fundament zerstören und ich dann sagen können, kann ich jetzt im Online-Denken mal schauen, ich weiß ja nicht, ob er dazwischen hängt. Und nein. Darf ich da kurz, mir hat da ein Wort gefallen. Warte, ganz wirklich. Ja. Ich glaube, wir sollen ein bisschen das größere Bild zeichnen. Ne? Was da heute präsentiert wurde, war nicht nur ein Gesetz für den Bundestrauner, das war auch ein Gesetz für die Verkehrsüberwachung, das war ein Gesetz für die vernetzte Videoüberwachung, das war ein Vorratsdatenspeicherung, Leid. Was das sein muss. Ja? Und wenn man das in einer Gesamtschau sieht, dann ist das bei weitem mehr, als wir jemals an Überwachung hatten. So, und in Summe ist das einfach zu viel. Wir können das nicht isoliert betrachten und das ist der Grund, warum unsere Organisation Epicenter Works immer für eine Überwachungsgesamtrechnung eintritt. Wir müssen jetzt alles einmal gemeinsam anschauen, ob das alles noch gesund ist für unseren Staat, für unsere Demokratie. Wir glauben nein. Und die Diskussion, also danke für die Diskussion, das, was du angesagt hast mit dem brauchen wir das, genau diese Diskussion gehört geführt, und zwar bei jedem Punkt einzeln. Brauchen wir das? Ist das sinnvoll? Wollen wir das als Gesellschaft und nicht einfach drüber fahren? Wo ich halt gewarnt habe davor, ist, wie gesagt, auf der anderen Seite, ich gebe dir vollkommen recht, ja,
auf der anderen Seite halt, wenn man sozusagen auf der anderen Seite sagt, ich mag sozusagen gar keine Überwachung und das ist alles pfui, ohne zu unterscheiden, hast du natürlich auch das Problem, dass du wiederum Glaubwürdigkeit verlierst. Ja? Und deswegen, das was ihr vorschlagt, dass man sagt, man nimmt sich das einzeln her und schaut sich es einzeln an und sagt, brauche ich das, ist das gescheit, kann ich es anders tun, wäre aus meiner Sicht genau der richtige Weg. Was ist das Risiko? Ich möchte mich davon warnen, immer sozusagen zu sagen, ein bisschen weniger als der nächste Vorschlag ist dann ein Kompromiss oder so, weil dann lässt es sich einfach weiter treiben. So. Also, aber wir hatten schon Überwachung und sozusagen deswegen kann trotzdem das gesamte, also grundsätzlich könnte noch immer das ganze Paket zu viel sein und man ist trotzdem nicht komplett gegen Überwachung, obwohl man gegen jede Verschärfung der Überwachung ist. Also nur um zu sagen, es geht ja nicht immer, also die mittlere Position ist nicht immer die, die sagt, man tut dann immer die Hälfte von extrem viel. Nö. Ja, dann darf ich ja noch, wenn ich jetzt die Türkei anschaue, die ja ein wunderbares Beispiel war im Mittleren Osten für einen demokratisch orientierten Staat und wie die Türkei heute von der Sichtweise darstellt, die was der Herr Erdogan sieht es anders, aber meine Sicht als Ungebildeter ist halt, es ist nicht mehr so demokratisch. Wer sagt uns denn und wie bringen wir denn die Büchse als Staatsbürger, das berühmte Staatsbürger, wieder zu? Also heute machen wir vernetzte Videoüberwachung, heute machen wir, wir dürfen die Kryptologie brechen, wir dürfen eure Briefe aufmachen, was machen wir denn nun? Und die Regierung, die ein Gesetz, das suboptimal war, wieder zurückgenommen hat, kann ich mir jetzt in meine Staatsbürgerzeiten, in denen ich aktiv mitgedacht habe, nicht wirklich massiv erinnern. Was kommt denn dann morgen, dass, wenn wir uns heute nicht als Staatsbürger organisieren und sagen, Freunde, denken wir über die Gesamtrechnung, bleibt man kurz vom Ansatz her. Noch ist es sinnvoll, was machen wir denn morgen und was machen wir denn übermorgen, wenn wir eine Organisation kriegen wie, ich nehme jetzt beim Namen den Herrn Erdogan, hoffentlich vermeint man das in Österreich, aber was tun wir denn dann als Staatsbürger? Dann zu sagen, ui, das war jetzt aber blöd, das ist dann nicht schlecht. Ja, vielleicht zum Abschluss möchte ich da noch was sagen. Nein. Okay, dann sage ich du, dann sage ich was. Nein. Wir sind jetzt da offen in der Diskussion. Ich möchte schon so zumindest noch kurz sagen. So lange weiter, so lange wir was zu sagen. Ich möchte das eine Wort aufgreifen, Gefühl, das da gefallen ist. Ja. Ich meine, wir sehen international in, glaube ich, 32 Staaten um der Welt, dass die Regierungen mit gefühlter Gefahr Politik betreiben. Das Politik des Machtgewinnes durch Verbreitung gefühlter Gefahr. Es gibt da Gegenbewegungen, genaue Statistiken, wie viele Leute sterben durch welche Dinge. Ja, da sieht man, dass diese gefühlte Gefahr absolut relativ ist. Ja, das ist das Big Picture, dass die Regierungen da Macht zurückgewinnen wollen, weil sie langsam feststellen, im Zuge der digitalen Transformation, die wir wahrnehmen, dass das Machtgefüge Regierung einen relativ geringen Einfluss in das Geschehen momentan nehmen kann. Weder budgetär, noch kompetent, noch irgendwas. Ja. Das heißt, man muss mit diesen Gefühlen der Bevölkerung spielen, um Macht zu gewinnen. Ja. Und das ist der Grund, warum ich so plädiere, wir müssen auf Bildung setzen, auf Aufklärung setzen, auf Bewusstsein und die größte Schwäche in unserer Gesellschaft, Organisationsfähigkeit. Weil wir haben nicht gelernt, wie wir uns als Gruppe, als Community, als Bürger organisieren, dass wir wirklich auch was bewegen können. Ja. Aber da glaube ich schon auch, dass sich das in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert hat. Dass ich glaube einfach, das Volk hat schon noch die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit bekommen, demokratisch einzugreifen oder probieren es zumindest. Ja. Es hat Dinge gegeben in den letzten Jahrzehnten, das waren früher unglaublich, auch wenn es nicht ganz funktioniert hat mit dem arabischen Frühling. Und da wollte ich eigentlich noch vorhin hinkommen, das Vertrauen in den Staat. Es gibt ein wunderschönes Beispiel für mich halt immer. Ich habe jetzt vielleicht ein tolles Vertrauen noch in den Staat, aber es kann immer anders kommen. Wie man zum Beispiel in den Niederlanden im Zweiten Weltkrieg festgestellt hat, dass man vorher halt dort bei den Volkszählungen ein Feld gehabt hat mit der Religion. Und das war dann halt nachher etwas kontraproduktiv, wie die Deutschen einmarschiert sind, weil wir haben gewusst, wie es geendet hat. Ich dachte, das ist der Nazi. Aber damals hat man den Staat vertraut und hat nichts Negatives sich dabei gedacht. Ja. Und das meine ich mit der Büchse, die man mit vielleicht nicht mehr zurückkriegt, weil man es nicht jetzt die hängt, zu organisieren. Danke, Arnold, ja, bin ganz bei dir. Und was tun? Ja.
Und Anna, da ganz, ganz wesentlich. Man kann was tun. Ja. Wir fahren ja immer wieder auch Kampagnen, wo sich Menschen beteiligen können. Wie die nächste Kampagne gegen das Überwachungspaket aussehen wird, wissen wir noch nicht, aber wir starten am Montag mit einer Kundgebung vom Bundeskanzleramt, der von euch Lust und Laune hat, 18 Uhr. Ich wollte nur dazu zu Sensibilisierungsmaßnahmen was dazu sagen. Da sehen wir uns als Verband einfach, wir sehen unsere Verantwortung drin und DISPA tut bereits über 20 Jahre sich gegen Überwachung aussprechen und wir sind immer dran interessiert, an solche Prozesse mitzuwirken und das tun wir auch, indem dass wir bei jedem Entwurf Stellungnahme abgeben, indem dass wir uns in Podiumdiskussionen und sonstige Plattformen einbringen und das sehe ich auch in diesem Zusammenhang, dass wir als auch Interessensvertretung für Industrie, dass unsere Bewusstsein wahrnehmen und das gilt auch für die Zivilgesellschaft und sonstige Vertreter, die in den Diskussionen involviert sind. Und deshalb ist es auch so bedauerlich, dass in dem konkreten Fall diese Begutachtungsverfahren einfach ausgelassen, davon abgesehen wurde. Und das ist, ja, wir werden weiterhin mit der Behörde mitarbeiten. Und ich meine, das Bedenkliche. Ja, da kann man schon sagen, ja, Kompromisse sind vielleicht nicht das, was wir... Natürlich wäre das Beste, wenn diese Maßnahmen es nicht gäbe, aber wenn sie sie schon gibt, dann ist natürlich sinnvoller mitzuwirken und mitzuarbeiten und versuchen sozusagen, ja, das kleinere Übel sozusagen. Also ich denke, das ist ein mega diverses Projekt, das die WHO, die Gutachtung nicht eingehalten, beim Hinsatz zum Überwachungspaket, ich weiß, das ist tendenziell, wurde es nicht eingehalten. Vielleicht muss man auch auf der Ebene einer aktiven Initiative machen, ihr müsst euch nicht nur vielleicht ums Rauchen oder Nichtrauchen kümmern, sondern vielleicht hat das Internationalrat an die ja, gesetzten Regeln halten und das wird gut dazu Christen einzuhalten. Aber ich mache mir eine Juristin im Raum, ich halte Gedanken dazu. Ja, es gibt keine öffentliche Beobachtung dazu, aber es hindert uns niemand, unsere Kommentare direkt an den Nationalratsabgeordneten zu senden. Mein Vorschlag wäre, und ich glaube, dass wir es hier schaffen können, was ja oft nicht so leicht ist, einen Schulterschluss zwischen der Zivilgesellschaft, der Industrie zu machen, also Softwareherstellern, Telekommunikationsbetreibern und vielen anderen, die vielleicht auch gemeinschaftlich an unseren Nationalratsabgeordneten vielleicht einen offenen Brief schreiben könnten, wo wir darunter vielleicht auch noch mehr Namen sammeln können, als die heute hier auf der Bühne sitzen und die im Publikum sitzen, wo man gemeinschaftlich noch einmal auf diese Gefahren hinweist, wo man sagt, es ist nicht nur ein Thema der Überwachung, es ist auch ein Thema, dass ihr damit eine Büchse der Pandora aufmacht, die man immer zukriegt, weil es ist ein Sicherheitsproblem, ein riesiges. Ich glaube, dass man da einen Text finden wird, auf den sie alle einigen können. Das wird, glaube ich, machbar sein und vielleicht sollten wir auf diesem Wege nochmal gemeinschaftlich mit Nachdruck darauf hinweisen, liebe Leute, wenn ihr dafür stimmt, es ist keine gescheite Idee. Naja, bei einer derartigen Mehrheit von Schwarz plus Blau, glaube ich, kannst du den Verlust bekommen. Ja, mag schon sein, aber auch diese Herrschaften haben Wähler, auch diese Herrschaften haben Sponsoren. In Wirklichkeit hat auch dort jemand Geld eingezahlt. Das ist der Kandidat für Überwachung, stell fest. Das heißt, du möchtest das schicken, den Schwarzen? Nein, ich möchte es allen. Nein, Türkisen. Ich möchte es allen schicken. Gesamtüberwachungsräumen, der FPÖ, die in der Opposition dagegen war, und die SPÖ, oder der SPÖ, die sowieso im Leben umfällt und immer dafür stimmt, wenn es im Zweifel verfallen. Ich würde es gerne allen schicken, dass es zumindest das wissen. Vielleicht schaffen wir es, dass Österreich abgeführt wird. Entschuldigung. Nein, Scherz. Es ist eh das Einzige, was man machen kann, aber ich sehe das sehr skeptisch. Aber ich glaube, dass es hier wirklich eine relativ breite Front gibt, ja, wo man die... Genau, sehe ich auch so. Gibt es noch Diskussionspunkte oder begeben wir uns jetzt zum gemütlichen Teil?
Mein Vorschlag ist, da drüben steht ein Eiskasten und eine kleine Spendenbox und falls jemand Kaffee möchte, gibt es da hinten auch. Und wir können ja die Diskussionen weiter lebhaft bei vielleicht einem Bier weiterführen. Dann Dankeschön für die Aufmerksamkeit, danke auch für alle Teilnehmer hier am Pendel fürs Kommen. Und ich glaube, es war insgesamt eine sehr spannende Diskussion, die wir auch mit allen Teilnehmern hatten. Dankeschön.